Miss Schweiz wird Ihnen präsentiert von Schild, dem Modehaus der Schweiz. Unterstützt von Passito, Tabu Beachwear, Oral-B und Venus. Finalistinnen, die um die Krone der Miss Schweiz 2013 kämpfen.
the line. Oh yeah, now it's right in front of me. I was blind, but now I see, and I won't. Miss Schweizwahl 2013 live aus dem Hallenstadion in Zürich. Hier ist Ihr Moderator Marco Fritsche. Miss Schweiz 2013, frischer, frecher, fitter. Ich weiss, die ersten zwei Adjektive müssen wir uns am heutigen Abend noch verdienen. Aber meine Damen und Herren, fitter, das kann man nicht bestreiten. Herzlichen Applaus für unsere 12 Finalistinnen um den Titel von der Miss Schweiz 2013. Aber eben, dass unsere Kandidatinnen so elfengleich in unserem Tabu-Look über den Catwalk strapped sind, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie von zwei Musikern geradezu über die Bühne gepeitscht worden sind, nämlich vom DJ Remedy und Manuel mit dem kommenden Sommerhit Holidays! Tja, und wenn ich so in die Runde schaue, dann finde ich, das ist eine gute Ausgangslage. Und wir haben im Hallenstadion noch nie hat es bei einer Miss Schweiz-Wahl mehr Live-Publikum vor Ort gehabt als heute Abend. Das heisst, sie sollten unsere Finalistinnen geradezu auf einem Teppich dort oben tragen. Und ich spüre, das kommt gut. Yeah, baby. Dann begrüßen wir natürlich auch alle, die es nicht hier ins Hallenstadion geschafft haben, daheim von der Matscheibe, egal ob sie uns zuschauen, auf Satez Schweiz oder auf Tele Rouge oder vielleicht, nein, Rouge TV, Entschuldigung, oder Tele Ticino. Wir sind froh, dass sie alle mit dabei sind und geniessen es, wenn sie ihren guten Vibes ein bisschen in den Schopf gehen und die bis auf Zürich zum Hallenstadion einen Weg machen. Tja. Und jetzt würde ich sagen, ist es denn soweit, dass wir einiges berichten müssen, und zwar haben Sie vielleicht, wer hat Pre-Shows gesehen? Hand auf. Wow! Gut, das erklärt die super Quote, die spätestens am Herbst 2017 wird bekannt gegeben werden. Das macht Sinn. Dort hat sie auch ganz wichtige Personen gehabt, und zwar unsere drei einzigartigen, unvergleichlichen und unüberbietbaren Missen, die Coaches gesehen sind im Missencamp. Meine Damen und Herren, einen herzlichen Applaus für unsere Coaches! Einen Applaus, meine liebreizenden Coaches der Moment. Und Christa, ich frage dich ganz zuerst, hat es jetzt am heutigen Abend so etwas wie eine Konkurrenz zwischen euch drei? Buonasera a tutti, zuerst, oder? Ja, genau, ma certo, ma certo. So ein grosses Publikum. Nicht schlecht, oder? Ja, es ist der Hammer. Also ich muss ehrlich sagen, es gab keine harte Konkurrenz. Wir waren immer fast einig. Wir haben eine wunderschöne Missencamp-Woche erlebt. Natürlich hat jeder Coach ihr Bestes gegeben und hat versucht, ihre Mädels so gut wie möglich zu coachen, zu betreuen, zu begleiten. Und ich würde mich schon freuen, wenn eine von meinen ganz weiterkommt. Aber nein, eine harte Konkurrenz gab es nicht. Gut, eine harte Konkurrenz gab es nicht, sagt Christa. Jetzt wollen wir das noch ein bisschen abklopfen bei dir, Nadine. Sie hat gesagt, wir waren uns fast immer einig. Fast immer lässt viel, viel offen. Also, wie oft habt ihr euch an den Haaren geschuppelt und so wirklich hart gekämpft? Wer muss raus und wer vor allem jeweils von eurer Gruppe darf bleiben? Ja, also, wir hatten schon manchmal Schlammschlachten oder so. Denn Kamera weg sind. Yeah. Bitchfight. Ja, yeah, oh, nein, yeah. Das sicher nicht. Nein, wir haben uns. Es ist natürlich, es ist immer schwer, oder? Es ist immer schwer, sich zu einigen auf jemanden.
Weil es Nelly wirklich so wunderbar war und es tut natürlich immer weh, wenn man jemanden heimschicken muss. Aber wir können mit gutem Gewissen sagen, heute Abend sind die 12 Richtigen da, die haben es definitiv verdient im Finale zu sehen. Und wenn wir jetzt von diesen 12, die da sind, sich schon wieder parat machen für den nächsten Durchgang, müssen wir schon fragen, wer ist jetzt nervöser? Sei hinter der Bühne, im Backstage oder ihr drei da vorne, wo so ein bisschen... Ich glaube, alle sind brutal nervös, aber das gehört auch dazu. Wir haben so lange dafür gearbeitet, es war so ein weiter Weg, hier für heute Abend diese Show so gut wie möglich anzulegen. Und dazu gehört Nervosität bei allen, bei uns, insbesondere bei unseren 12 wunderschönen Ladies. Denn wenn wir es so nicht länger darben lassen, ihr seid quasi die Beschützerinnen von Ihnen am heutigen Abend und coacht sie weiter quasi in einer anderen Funktion als Helferinnen, Trösterinnen, was auch immer anfällt. Einen herzlichen Applaus für unsere drei Holden und gönnen Sie wieder zu euren Schützlingen Fiona Hefti, Nadine Vinzenz und Christa Rigazzi. So, und jetzt kommen wir zu einem Teil, ohne die kann eine Misswahl überhaupt nicht vonstatten gehen. Denn was wird entschieden, wenn keine Jury am ist? Das kann nur auf gewaltigen B stehen. Und darum wird jetzt herzlich begrüßen unsere Jury. Und da zuerst Sarah Nuru, Topmodel, 2009 die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel. Sarah, sehr schön, dass du hier bist. Wir freuen uns. Ich mich auch. Worauf freust du dich aber am heutigen Abend am meisten? Also ich freue mich auf eine ganz tolle Show, auf die Mädels, wie sie laufen werden. Gerade hat man schon gesehen, das war ein super Opening und wie sie sich einfach schlagen werden. Also du bist da offen auf alles, was in Sachen Eindrücke auf dich zukommt und verfolgst alles mit Argusaugen. Das mache ich, ja. Wunderbar. Herzlich willkommen, Sarah Nuru. Und wir gehen gerade neben Sarah. Genau, ein Applaus, macht durchaus Sinn. Der gültet jetzt auch schon ein bisschen für den Jurypräsidenten Stefan Regetz, Chefredakteur von der Schweizer Illustrierten und somit ein ganz, ganz wichtiger Mann, wenn es um Miss Schweiz geht. Stefan Regetz als Chefredakteur von der Schweizer Illustrierten hat man viel zu tun mit dem Leben der Missen, mit den Missen, die sind auf dem Cover und. Wieso ist die Schweiz ein Missenland? Ja, die Schweiz hat kein Königshaus, leider. Die Schweiz hat als kleines Land auch nur eine kleine und, Entschuldigung, Max Long, auch eine unglamouröse Filmbranche. Und für ein bisschen mehr Glamour in das Land zu bringen, braucht es die Missen. Gut, dann sind wir ja froh, dass wir heute Abend schon wieder neu küren dürfen. Danke vielmals dem Jurypräsidenten, Stefan Regetz. Und jetzt kommen wir zu der Edith Hunkel, die berühmteste und erfolgreichste Behindertensportlerin von der Schweiz. Auch immer wieder ein gut gebuchtes Model und Mutter von Elin. Schön, Edith, bist du da. Danke. Frage an dich. Wir sehen es alle, du bist selber eine wunderschöne Frau. Du kannst also bestens entscheiden, was da braucht und was wichtig ist. Neben dem guten Aussehen und quasi dem Äußeren, was zählt denn für dich, damit du sagst, das ist jetzt wirklich eine schöne Person? Eine schöne Person ist für mich, wenn sie eine Ausstrahlung hat und mich einfach auf den ersten Augenblick kann faszinieren. Dann hoffen wir, unsere 12 Finalisten haben das am heutigen Abend schon geschafft und schaffen es noch ein paar Mal. Dein Applaus, Edith Hunkeler. Schön, dass du da bist. Und gerade neben der Edith, da sitzt der one and only, der Max Long, Moderator, hallo Herr Kollege, Schauspieler, Clubbesitzer, Globetrotter, irgendwo unterwegs zwischen L.A., Singapur und Zürich. Schön, dass es jetzt gerade Zürich ist. Und Max, wenn neben der Erfahrung oder eine Ahnung hat, was eine universelle Schönheit ist, dann bist es ja wahrscheinlich du. Was macht sie aus? Die universelle, einzigartige Schönheit von einer Frau. Ich konnte da viele Unterschiede feststellen über all die Jahre. Kulturelle natürlich, kulturelle. Okay. Schweizer Frauen aber nach wie vor schneiden auch in meinem Buch sehr top ab. Sind selbstständig, wissen, was sie wollen. Powerfrauen haben wir einige und die suchen wir gerade heute Abend. Die absolute Schweizer Powerfrau, Miss Schweiz 2013. Genau, das ist ein schönes Credo für dich. Dein Applaus, Max Long. Das also unsere Experten und Fachjury, jede und jede auf ihrem oder seinem Gebiet eine absolute Koryphäe und darum kann nichts schief gehen. Aber, und das ist schön, meine Damen und Herren, sowohl hier im Hallenstadion als auch daheim vor dem Bildschirm, die mache ich gerade schlappi.
50% aus. Ihre Stimme zählt. Und zwar können Sie die an Ihre Favoritin abgeben per Telefon. Das machen Sie auf Nummer 09 01 5445 und dann als 2 entziffern. Haben Sie ganz einfach die Startnummer von Ihren Kandidatin oder Sie schicken ein SMS an Zielnummer 377, auch mit der Startnummer von Ihren Favoritin, der Kandidatin und Sie, wenn Sie Ihre Stimme geben. 90 Rappen kostet Ihnen Spass, aber das ist gut investiertes Geld, wenn Sie denken, dass beim nächsten Ausscheiden bereits schon zwei Damen unsere 12 klicken müssen verloren. Sie können aber, wenn Sie ein bisschen hausliger unterwegs sind und wenn sperren, das Ganze über WAP machen, das machen Sie wap.miss.ch, dann kostet Sie kein Fränkli und kein Rappen und trotzdem haben Sie gestimmt. Tja, jetzt haben wir so wieder mal den Modus bekannt gegeben. Es ist Ihnen ja, wenn Sie eben Pre-Shows geschaut haben, auch schon bestens vertraut, dass wir drei Gruppen haben. Sozusagen Gruppe Nadine, Gruppe Christa, Gruppe Fiona. Wieso? Das Ganze kommt aus dem Missercamp und wir wollen jetzt auch schauen, um es uns nochmal in Erinnerung zu rufen. Wer ist denn eigentlich in der Gruppe von der Nadine? Ich bin Chantal Lüthi, bin 19 und komme aus Dienha. Meine Freunde und Familie schätzen sehr an mir, dass ich eine mega hilfsbereite Person bin und immer ein Ohr habe zum Zuhören. Für Chantal Lüthi wählen Sie die Endziffer 05. Sono Jenny Pedrazio, 24 anni e vengo da Locarno. Mi reputo una ragazza con tanta personalità, sorrido sempre, sono determinata, allegra e mi piacciono anche i miei ricci. Jenny Pedrazzi hat die Startnummer 08. Ich bin Sarah Wick, bin 24 und komme aus Sursee. Am besten an mir gefällt mir meine offene und herzliche Art. Und Sarah Wicki unterstützen Sie mit der Endziffer 12. Chantal, Jenny und Sarah, das sind die drei Kandidatinnen von unserer Nadine Vinzenz. Und jetzt schalten wir mal hinter die Bühne, denn ich meine, das Glamourös ist auf und vor der Bühne bei einer Misswahl. Das ist einigermaßen klar und verständlich. Aber wie sieht es denn da hinten aus im Backstage? Das gehen wir jetzt schauen. Und darum sage ich, Nadine, hörst du uns? Hörst du mich? Ja, Marco. Das ist super, ich höre nämlich ja. Dich auch, aber das Publikum habe ich bis jetzt nicht gehört. Also du kannst nur mich gehört haben, weil das ist da ein lahmer Haufen, der sich überhaupt nicht irgendwie genau. Bemerkbar macht. Könnt ihr sagen, dass ihr da sind, damit sie uns daheim auch spürt und hört? Gut. Nadine, du hast sie jetzt gerade gehört, sie sind wach und sie und ich wollen jetzt wissen, Nadine, was hast du gemacht, dass du gar noch drei hast? Drei Kandidatinnen, drei Finalistinnen, wie ist das gelaufen? Ja, ich weiss, meine Girls sind noch drei. Wir sind noch die kleinste Gruppe von allen. Aber ich würde sagen, Qualität ist über Quantität. Du gehst davon aus, dass Miss Schweiz in deiner Gruppe mit dabei ist? Ja. Und, ja. Wunderbar. Ich finde das super so. Gut, das ist die Hauptsache, dass ihr es gut habt. Und jetzt wird die wissen, Chantal, von dir, was habt ihr denn um Himmels Willen so angestellt und gemacht in dem Missercamp? Also wir haben verschiedene Situationen gestellt bekommen, wo dann die Währende in der Schweiz auch machen muss in ihrem Amt oder in ihrem Jahr. Quasi so eine Probezeit oder eine kleine Stage-Sache in der Schweiz macht natürlich auch Sinn. Jenny, jetzt möchte ich von dir wissen, wir haben alle schon gesehen, beim ersten Durchgang laufen kannst du. Besser als ich es jetzt gerade probiert habe. Aber was hat dir Schwierigkeiten gemacht? Womit hattest du Mühe? Also zum Beispiel, wenn wir am Morgen um 6 Uhr zum Sporten gehen müssen, sicher. Ich treibe gerne Sport, aber um 6 Uhr, es war wirklich eine Überraschung. Eine Überraschung, ja, die gibt es immer wieder im Leben einer Miss Schweiz, aber ihr habt das alle top gemeistert. Und jetzt wollen wir natürlich von dir noch wissen, Sarah, du bist normalerweise Lehrerin, jetzt in dem Camp und vielleicht auch im Vorfeld von dem heutigen Wahlabend wieder zur Schülerin geworden. Was ist das für ein Gefühl gewesen für dich, von der Lehrerin zur Schülerin zu mutieren? Es war natürlich sehr angenehm, auch wieder mal auf dieser Seite zu hocken. Nicht müssen jemandem etwas beibringen, sondern selber auch wieder mal etwas zu lernen. Wegen dem habe ich es eigentlich sehr geschätzt. Du hast es geschätzt. Also, so hast du auch wieder mal ein bisschen entspannen und machen, was wir dir gesagt haben. Einen Applaus. Ihr habt euch den schon wieder redlich verdient. Und jetzt
Sarah, möchte ich von dir wissen, Sarah, ich möchte gerne von dir wissen, beim ersten Durchgang, ich weiß, du hast, oder das haben wir schon gesagt, mit Argusaugen alles beobachtet, ist dir da schon jemand aufgefallen aus der ersten Gruppe, da waren sie nur drei, hast du da jemanden unter den drei, wo du sagst, wow, die hat es aber wirklich drauf? Also ich muss sagen, dass gerade in der jetzigen Gruppe alle sehr, sehr gut gelaufen sind. Und besonders ist mir Jenny ins Auge gefallen. Also sie hatte so eine Ausstrahlung und mit so einer Leichtigkeit ist sie über den Catwalk gelaufen. Also echt sehr gut. Tja, sie hat das im Blut. Deswegen unsere Jenny. Man nennt sie auch intern die Laufstegkönigin. Also dann haben wir da schon eine Übereinstimmung. Mhm. Wir wollen aber jetzt gucken, wie es denn aussieht in der Gruppe von der Christa und schauen die Strom mit ihrer Grossgruppe an. Wer als dabei ist bei der Christa Rigazzi in ihrer Gruppe? Florian Gass, 21 und komme aus Graferit, das ist im Kanton Bern. Was mich ausmacht, ist, dass ich andere Menschen mit meinem Lachen anstecken kann. Victoria Gasser, wählen Sie mit der Endziffer 02. Ich bin Vera Morger, 21 und komme von Trimis. Mir ist wichtig, dass man auch mal etwas locker nehmen kann. Ich kann gut über mich selber lachen. 06 ist die Startnummer von Vera Morga. Mein Name ist Dorina Podrimia, ich bin 21 und komme von Hagedorf. Mit meinem Ehrgeiz und mit meiner Herzlichkeit erreiche ich die Leute. Das ist das, was mich ausmacht. Dorina Podrimia ist mit der Endziffer 09 am Start. Ich bin Dominik Rinderknecht, bin 23 und komme aus Zürich. Ich glaube, was die Leute an mir am meisten schätzen, ist, dass ich sehr verantwortungsbewusst und fürsorglich bin. Und ich glaube, man kann es mit mir extrem lustig machen. Mit der Endziffer 10 machen Sie Dominik Rinderknecht zur Miss Schweiz. Mein Name ist Nedana Stojadinovic, 21 und komme aus Basel. Ich bin eine herzliche, natürliche und hilfsbereite Person. Und die wichtigsten Leute in meinem Leben sind meine Freunde und meine Familie. Und Snežana Stojadinovic geht mit der Endziffer 11 ins Rennen. Ja, jetzt haben wir die Grossgruppe von der Christa Rigazzi noch mal im Überblick. Kann man, wenn jetzt gerade zu der Christa Händri schalten, ist Backstage. Christa, ich hoffe, auch du gehörst uns. Sie sind jetzt längere Fliessung beim Applaudieren. Christa, bist du dir bewusst, dass du die grösste Chance hast, um Miss Schweiz in deiner Truppe zu haben? Ja, natürlich. Also, ich habe noch 5 wunderbare Girls. Ich würde auf Nadine antworten. Ich habe auch die Qualität und die Quantität in meiner Gruppe. Ein okay. Scherz auf die Seite. Ich bin wirklich stolz auf meine 5 Mädels. Die haben das immer super gemacht. Und heute haben bei diesem Bikini-Durchgang haben sie wirklich das Ganze gemeistert. Und jetzt ja, ist die Chance groß, vielleicht, dass eine von meinen Girls die neue Miss Schweiz 2013 wird. Wer weiß. Auf jeden Fall ist die mathematische Chance bei dir am grössten mit 5. Wir werden jetzt aber zuerst Victoria fragen. Victoria, genau, du kommst das Mikrofon schon über. Du bist ja bis vor kurzem noch amtierende Miss Bern gesehen. Jetzt sagen wir es im Vergleich, so ein Missercamp, das ist in Sachen Anforderung schon eine Liga höher gesehen, oder? Der Vergleich? Auf jeden Fall. Also das Missercamp war wirklich streng. Wir haben wenig Schlaf und haben wirklich alles geben. Ein bisschen konnte ich von meinen Erfahrungen profitieren, aber ich habe unglaublich viel dazugelernt. Das werden wir im Verlauf des heutigen Abends auch noch ein bisschen abklopfen. Wir haben es bis jetzt schon erlebt. Danke vielmals. Ich kann das Mikrofon gleich Vera übergeben. Vera, du sagst sicher auch, du hättest es streng im Camp. Man hat ja gesehen, du hast ab und zu mal ein bisschen irgendwie gehen, weil es einfach einen Haufen zu tun gegeben hat. Jetzt ja. Sag uns, was hast du im Camp gelernt? Ja, also gelernt habe ich im Camp eigentlich sehr viel, vor allem was das Catwalk-Training anbelangt. Dort haben wir wirklich viel gelernt von unserer Christina, unserer treuen Christina. Wie wir wirklich richtig laufen oder wie wir posen vor der Kamera von unseren Coaches, die uns das gezeigt haben. Also es hat einem wirklich weitergebracht. Es hat auch weitergebracht und dass es sich gelohnt hat, dass ihr so gut mitgemacht habt, haben wir vorhin gerade schon gesehen im ersten Durchgang. Zum Glück gibt es ja noch andere 2 Durchgänge, wo ihr noch sagen könnt, was ihr auf dem Kasten in Sachen Catwalk erobert. Jetzt gehen wir aber zu der Dorina. Dorina, nimm schon mal das Mikrofon. Dorina, kommt von dieser Seite noch mal einen Applaus über Dorina. Dein Freund ist Fußballprofi und du hast jetzt auch quasi in ein Camp, das machen die Sportler auch. Würdest du jetzt sagen,
so ein Fußballcamp ist Pipifax im Vergleich zum Missercamp. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung? Was er muss durchmachen, wenn sie in ein Camp gehen, in ein Trainingslager, und was du jetzt hast müssen durchstehen? Also, wir haben es auf jeden Fall strenger gehabt. Im Trainingslager können sie 2 Stunden trainieren und dann gehen sie wieder schlafen. Wir haben vielleicht 4 Stunden Schlaf, haben Interviews, haben Shootings, haben Catwalk-Training und müssen immer tough sein. Darum haben wir auf jeden Fall strenger gehabt. Okay. Ich weiss nicht, ob dein Freund, der auch da ist, das gerne gehört hat. Aber du hast Applaus und Sympathie vom Publikum schon mal sicher. Ich kann das Mikrofon gerade übergeben zu Dominik. Genau. Dominik. Ja. Dominik, bei der Wissensreise. Bei der Wissensreise, die du auf Bern gemacht hast, bist du ganz interessiert gewesen und hast im Parlament auch auf dem Sitz der Nationalratspräsidentin, der Maya Graf, Platz genommen. Man hat das Gefühl gehabt, du bist dort fast ein bisschen heimisch geworden. Wäre das eine Alternative vielleicht zum Miss Schweiz-Job, Berufspolitikerin? Ja, ich könnte es mir mal überlegen, aber ich müsste, glaube ich, noch recht über die Bücher dann. Schon? Hast du das Gefühl, da müsstest du noch einiges nachlegen? Ja, also ich glaube, da fehlt schon noch viel. Also ich muss sagen, der Nationalratspräsidentinnenstuhl steht dir gut und vielleicht wirst du die erste Miss Schweiz-Kandidatin sehen, wo dann mal einen Titel Bundesrätin, Nationalratspräsidentin oder so etwas Ähnliches trägt. Es wäre dir zu gönnen. Jetzt musst du ein bisschen schaffen und das Nejan ans Mikrofon übergeben. Geht das? Ja, mit Hilfe von Christa klappt das. Das Nejan, ganz kurz und knapp, wenn wir weitermachen. Deine Rollen im Camp? Also ich habe einfach eine gewisse Lockerheit reingebracht, sodass ich im Großen und Ganzen alle wohlfühlen. Und wir haben uns auch so können mehr kennenlernen und man hat gar keinen Konkurrenzkampf gemerkt. Super, keine Konkurrentinnen, sondern Freundinnen, das hören wir gerne. Und wir schicken nochmal einen Applaus rein, damit sie euch gerade von der Höcke abnehmen. Und jetzt, wenn wir natürlich von unserem Jurypräsident wissen, Sarah hat uns schon geantwortet, wenn wir vom Stefan Regitz, unserem Jurypräsident und SC-Chefredakteur wissen, hat sie in dieser Gruppe neben mit Coverqualität, in der Gruppe von der Christa, hast du da neben gesehen, dass du sagst, ui, die macht sich aber gut vorne drauf bei uns? Ja gut, das ist jetzt besonders schwierig. Wir haben gerade fünf wunderschöne Kandidatinnen da dürfen erleben in diesem Bikini-Durchgang. Und ich würde sagen, es haben eigentlich alle fünf wirklich Cover-Potenzial. Am besten gefallen oder am meisten aufgefallen ist mir in diesem Durchgang Victoria. Sie war besonders sexy gewesen, besonders gut gelaufen und einfach selbstbewusst gewirkt. Gut, das nehmen wir so zur Kenntnis, meine Damen und Herren. Sie wissen, Sie können mit der Jury einigen und sagen, das sind Experten, da schliesse ich mich an. Sie können aber natürlich auch ganz andere unterstützen. Das nur so als kleiner Hinweis. Sie wissen, wie das läuft, Telefon, SMS oder Whoppen. Jetzt gehen wir aber schauen, welche 4 das sind in die Gruppe von der Fiona Hefti sind. Da ist die Fiona-Gruppe. Ich bin Gianni Baume, 23 und komme aus Ivano. Je suis une personne avec plein d'énergie et j'adore rigoler avec les gens. Janine Baumann startet mit der Endziffer 01. Ich bin Paula Lubas, bin 20 und komme aus Zürich. Mir sind am wichtigsten meine Freunde und meine Familie. Und wenn sie glücklich sind, dann bin ich das auch. Pamela Liubas geht mit der Endziffer 03 ins Rennen. Je suis Heidi Lustaku, j'ai 22 ans et je viens de QG. J'adore voyager car je suis très intéressée par la culture de l'autre. Je parle 4 langues und jetzt lerne ich Deutsch. Die Endziffer 04 gehört Heidi Lustaku. Ich heiße Liana Müller, bin in Zähne und komme aus Lotzwil. Ich würde gerne reisen und fremde Kulturen und Menschen kennenlernen, würde ich mich als weltoffener Mensch bezeichnen. Und Liana Müller hat die Startnummer 07. Das ist die Schützling von der Fiona Hefti und darum schalten wir jetzt auch direkt ins Backstage hinter der Bühne zu der Fiona. Fiona, hörst du mich, siehst du mich? Fiona! Super, du hörst die Stimmung, die tobt hier im Saal, das ist super. Ja, sie tobt wirklich. Halleluja, praise the Lord. Fiona, meine Frage an dich, aber im Mr. Camp sind die Coaches gesehen. Jetzt, wie ist deine Rolle, deine Befindlichkeit hier? Coachen kannst du jetzt noch mal viel.
Jetzt unterstütze ich natürlich meine vier Ladies und ja, gebe ihnen das Beste noch, das allerletzte mit auf den Weg. Aber ich kann gar nicht mehr, weil sie sind schon so Profis selber. Sie haben es super gemeistert und so gestrahlt auf dem Catwalk. Also ich hatte riesen Freude, jetzt einfach noch da sein und sie machen lassen und sie entlassen auf, ja, in die grosse, weite Welt. Nein, auf den grossen Catwalk. Auf den grossen Catwalk. Jetzt kannst du das Mikrofon noch der Shanin übergeben. Dann kann ich sie nämlich fragen. Shanin, du giltst als unser Fitness-Freak, unsere Sportlerin vom Dienst. Wir haben es schon gehört von der Jenny, dass mit dem Morgen um 6 Uhr aufstehen und Frühsport machen, ist nicht so ihr Ding. Ich nehme an, für dich ist das kalte Kaffee im wahrsten Sinne des Wortes, weil du dich das gewöhnt bist. Also ich mache leidenschaftlich gerne Sport, aber ich muss auch sagen, für mich war es auch schwierig, am Morgen früh in so einer Kälte Sport zu machen. Ich bin dann da schon lieber, wenn es warm ist, draußen oder sonst im Fitnesscenter. Eine Sonnenscheinsportlerin. Naja, wir wollen es dir jetzt durchgehen und auch nicht kritisch nachfragen. Danke vielmals, Janine. Und du kannst das Mikrofon gerade übergeben zu der Pamela. Genau. Yeah, Pamela, ich weiß nicht, ob es zu kostet, aber da hast du ganz viel Unterstützung aus dem Saal. Pamela, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, hast du ein bisschen Heimweh gehabt? Heimweh, wie du würdest sagen? Ja, ich habe schon ein bisschen Heimweh gehabt. Nach wem oder nach was? Mami, Papi? Ja, Mami, Papi und der Freund. Ah, ja. Oh, der Freund. Ja. Da ist das der, der jetzt so laut gerufen hat, yeah, Publikum, ist der da? Ja, er ist auch da. Gut, dann sind wir sicher, dass der dich unterstützt. Da haben wir auch die guten Vibes, die zu dir hinterher gehen. Du kannst gerade Heidi das Mikrofon geben. Heidi, ouais, c'est un applaus d'ici. Heidi, c'était très difficile pour toi, c'est avec la langue schweizerdeutsch. Tu as eu des problèmes, des difficultés? Oui, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour moi, vu que ben, ma langue maternelle, c'est le français. Mais je parle quatre autres langues et c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup aidé. OK, also, das kommt dann gut. Und jetzt, kannst du schon irgendetwas auf Schweizerdeutsch? Du hast doch sicher etwas gelernt im Missing Camp. Ja. Also, gib es mal zum Besten. Bitte Welt für mich. Ja, also. Ein sehr wichtiger Satz. Une phrase très importante. Bravo, Heidi. Hey, oui. Merci. Und jetzt Liana. Du kannst das Mikrofon an Liana geben. Liana, du hast im Camp wirklich einen Haufen Selbstbewusstsein dazu gewonnen. Was ist jetzt das, was du sagst, dank dem, zack, reüssiere und habe Erfolg heute Abend? Was nimmst du mit in den heutigen Finalabend aus dem Camp? Ja, sicher das Catwalk-Training von Christina. Ich meine, sie hat so viel Zeit investiert und hat nicht aufgegeben, obwohl die Elf auch wirklich hoffnungslos war. Und das finde ich super von ihr. Gut, das stimmt. Aber wir sehen, du hast riesige Fortschritte gemacht und hast profitiert. Der Applaus von hier geht zu 100. Danke vielmals. Ich frage jetzt gerade die Jury, respektive unsere Edith, wer das hier am meisten beeindruckt hat. Edith, du schaust mich schon so an, als ob du die Frage nicht gern hättest. Wer hat dir jetzt aus der Gruppe Fiona am besten gefallen? Wer hat es dir wirklich angetan? Es ist eine schwierige Entscheidung. Mir haben wirklich alle vier sehr gut gefallen. Aber ich muss mich ja entscheiden und darum entscheide ich mich für die Jüngste, für die Liana. Für die Liana, super! Sie, die gesagt hat, sie hat wahnsinnig profitiert, dann hat sich der Einsatz gelohnt. Wir sehen da, das mit dem Laufen hat sie jetzt bestens im Griff und schwebt, wie ich es anfänglich schon hatte, geradezu über den Catwalk. Yes, Baby! Liana, siehst du? Hat sich gelohnt, dein Einsatz, yeah! Max, du hast jetzt quasi unsere Wildcard, du darfst von der ganzen Truppe sagen, wer denn dir jetzt schon so richtig wahnsinnig gut und positiv aufgefallen ist. Marco, ich bin überfordert. Ich bin nicht so Profi. Ich meine, das ist so einfach, da in der Jury zu hocken. Aber du hast es ja rausgeschickt, gerade im Bikini. Ich bin noch nicht ready. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Kannst du noch ein bisschen mehr liefern, bitte? Ja, ich liefere dir noch mal einen Überblick fürs Voting, weil wenn unsere Jury schon ins Schleudern kommt, so wie es der Max jetzt gerade gesagt hat, aber Max, das kriegst du schon noch in den Griff, dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, Sie sind gefragt. Ihre 50% Stimmanteil ist mehr als bitter nötig. Helfen Sie Max quasi aus der Bredouille und stimmen Sie ab. Da haben wir noch mal unseren Überblick mit der Startnummer 01 bis 12. Sie wissen jetzt 09 01 54 45 und dann die Startnummer von Ihrer Favoritin oder ein SMS an Zielnummer 37. Und dort schicken Sie ebenfalls die Startnummer an. Jetzt würde ich sagen, wir haben Hände geschaltet und ein bisschen reingeschaut, wie es denn so läuft im Backstage. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Hände schauen, wie die Stimmung so ist. Und vor allem möchte ich noch den ersten Titel vergeben. Und der ist der Titel
Best Friend. Der wird präsentiert von Oral B. Genau, ihr dürft ruhig applaudieren. Ich habe es schon gesagt, nicht immer ist hinter der Bühne gleich glamourös wie vorne und auf der Bühne. Aber da würde ich sagen, emsiges Treiben allenthalben. Und wir kommen jetzt zum Titel Best Friend. Und wer den Titel zugesprochen überkommt, das wollt ihr jetzt schauen. Danke vielmals. Christa, du bist hier mit Blumen. Das ist sehr nett, aber ich bin noch nicht fertig. Nein, was machst du hier? Wieso im Zusammenhang mit Best Friend? Was hat das zu tun? Also ich war letztes Jahr im Einsatz für Oral-B, für die neue Werbung vom Tri-Zone. Und dieses Jahr, also jetzt heute Abend, übergibt Oral-B diese Miss Best Friends Preis. Das heißt, die netteste und die freundlichste Miss-Kandidatin zwischen alle 12. Die kriegt dann eben den Best Friend, deine Blumen. Und gibt es da sonst noch irgendetwas? Weil präsentiert von Oral-B ist schön, aber vielleicht kriegt sie eine Zahnbürste. Sie wird natürlich die neue Werbung für Oral-B machen, oder? Das ist der springende Punkt. Das ist natürlich das super, wichtig. Oder? Schön lächeln. Gut gelächelt ist halb gewonnen. Gut. Dann ziehen wir dich jetzt da, gerade, die du gut gelächelt hast. Und ganz gewonnen hat jetzt dann gerade unsere Best Friend. Titel aller drin, respektive die, die von dir zugesprochen bekommt. Da sehen wir dich in Aktion. So etwas darf sie denn auch machen? Ja klar, auf jeden Fall. Alle 12 Kandidatinnen haben ein wunderschönes Lächeln. Christa, das war aber nicht dein Gebiss, wie wir jetzt gesehen, das grosse. Oder ist das ein grösseres gesehen? Sind aber gleich schön. Voilà, können wir noch einmal zusammen gleich? Gut, schön, okay. Schön. Jetzt, du weißt, wer es ist. Best-Friend-Titel für? Ich gehe. Du gehst. Wart und ich folge dir. Miss Best Friends ist Snežana! Yeah! Snežana, herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation, Snežana. Und jetzt muss ich so sagen, hast du mit dem gerechnet? Weil das ist der Titel, den man zugesprochen bekommt von allen Kolleginnen, Freundinnen, eigentlich auch Konkurrentinnen. Ja, also die meisten haben gesagt, ja, du wirst sicher Best Friend, aber ich konnte es eigentlich nicht glauben, weil ich bin wirklich so geblieben, wie ich bin und ich habe sie mega gerne, mega wirklich in Herz geschlossen. Und weißt du was, Snežana, was wir jetzt machen? Wir gehen nämlich schauen, was deine Kolleginnen und Mitfinalistinnen gesagt haben, wieso dass du Best Friend musst werden. Das gehen wir uns jetzt am Monitor führen, anschauen, komm mit. Zack, zack, zack. Da sehen wir, was deine Kolleginnen und Mitfinalistinnen gesagt haben, dort auf dem Monitor und das schauen wir uns jetzt miteinander an, Snežana. La voilà. Ist so, die Mutter Teresa unter uns. Sie ist wirklich, sie ist so ein kleiner Engel. Mit ihr, ich glaube, die würde niemandem, keiner Fliege etwas leid tun. Und sie ist wirklich so herzig. Die Snež ist einfach so ein Sünneli, einfach so ein Engel. Besonders sympathisch und Snežana ist einfach, sie ist so eine herzige Person. Snežana ist veramente fantastica, è dolcissima. J'adore beaucoup Snežana, parce que c'est une fille qui qui aime avec tout le monde. Vor allem, wenn sie sich in eine Sache reinsteigert, dann ist sie so in einem Zeug, was sie wiederum so herzig macht, dass wir alle einfach nur noch lachen müssen und sie auch ein bisschen beruhigen müssen. Ganz eine liebevolle, zuckersüße Person. Ich denke, sie würde niemandem etwas Böses wollen. Ihr Lächeln ist auch mega schön, weil sie strahlt das eine auch mit den Augen aus. Ihre Augen glänzen dann. Und ja, die Lippen auch mega schön. Ich glaube, Snežana hat auch viel dazu beigetragen, dass wir es unter den Kandidatinnen so gut untereinander haben. Sie ist so offen und herzlich und das zeichnet sie aus, für den Titel zu bekommen. Yeah! Snežana! Und Snežana, ich sehe, es passt zur Vergabe vom ersten Titel. Ein kleines Tränchen gesehen, aber cooler. Nein, du bist doch gerade in der Maske gesehen. Snežana, nicht. Das ist schon schön, es geht. Aber wie die Tränen jetzt gerade über deine Backen kullert, wenn man das so hört von seinen Freundinnen, Kolleginnen? Nein, es ist wirklich ganz ein schönes Gefühl und ich bin so froh und es tut auch einem gut. Super, dann lassen wir dich jetzt wieder springen, du musst dich weiter vorbereiten. Unterdessen ist auch das Televoting für die erste Runde beendet. Und jetzt sehen wir, während ihr da hinten weiterarbeitet, was denn in dem Missencamp so passiert ist. Ich meine, täglich hat es eine neue Aufgabe gegeben, die sie haben müssen erledigen, möglichst gut. Das sind ganz klar Aufgaben, die jede Miss Schweiz zu erledigen hat. Die gehören sozusagen zu ihrem Alltag. Und was unsere Finalistinnen so erlebt haben in dem Missencamp, schauen wir uns jetzt in Sachen Aufgabenstellung miteinander an. Dankeschön. Eine Miss Schweiz wird immer wieder an wichtige Apéros von Firmen eingeladen.
Bei der ersten Aufgabe mussten sich die Kandidatinnen in einem Smalltalk mit den CEOs der Miss Schweiz Sponsoren behaupten. Und dies mit unterschiedlichem Erfolg. Smalltalk ist wirklich eine der wichtigsten Aufgaben einer Miss. Man lässt gut untereinander. Ich glaube, alle ein bisschen wenig geschlafen, aber das ist auch normal, für das gibt es auch gutes Puder. Ich meine, sie sehen jetzt recht jung aus für einen CEO. Flirten, ja. Und privat habe ich momentan wirklich gar keine Sachen verschildert. Oh nein! Stoppen wir erstmal! Es ist natürlich schade, dass sie noch nie im Gym war vorher. Dass sie auch nie etwas angezogen hat vorher. Beim Thema Stilsicherheit mussten sich die potenziellen Missen zu einem vorgegebenen Thema selber stylen. Für die Kleiderwahl blieben gerade mal 15 Minuten Zeit. Das geht natürlich gar nicht. Noch 11 Minuten ungefähr. Wir reden vom guten alten Allgemeinwissen. Teil 1 dieser Aufgabe, eine Wissensreise nach Bern. Wenn man hier die Treppe Bundeshaus hinaufsteigt, da sieht man zuerst wen? Einer heißt Stauffacher. Werner Stauffacher, richtig. Kennt aber von euch einen Schriftsteller oder einen Musiker oder eine Band aus Bern? Na, der Mani Matter. Mani Matter ist von Bern, genau. Und der hat eigentlich die Tradition der Berner Chansonniers ins Leben gerufen. Ich war ja 15 Jahre lang Trainer in einem Verein in der Schweiz. Kann mir jemand sagen, den Namen von diesem Verein? Neuchâtel. Ja, genau. Neuchâtel. Neuchâtel Xamax. Ab jetzt 20 Minuten. Teil 2, ein schriftlicher Test, der Kopfzerbrechen bereitete. Riesenausstrahlung, ja. Ob ein klassisches Katalog-Shooting oder ein bisschen ausgefallener. Eine Kameralinse muss eine Miss Schweiz in jeder Situation lügen. Umgang mit Medien ist einer der zentralsten Punkte, welche eine Miss Schweiz beherrschen muss. Ihr kriegt, solltet ihr Miss Schweiz werden, wie ein zweites Leben geschenkt. Nämlich ein Leben auch in der Öffentlichkeit. Haben Sie schon Drogen genommen? Nein, habe ich nicht. Das müssen wir nicht überlegen, das weiß man. Nein, sicher nicht. Aber ich habe jetzt noch überlegt, ob jetzt Alkohol auch zu einem Ding gehört. Bei mir ist eine weitere Kandidatin, Dorina. Herzlich willkommen. Hallo. Und was wäre eigentlich das Schlimmste? Welches Thema hast du gar nicht gern? Hey, du. Ich bin offen. Die Models suchen sich ja traditionell Fußballer, oder? Ja. Warum eigentlich? Du, ich weiss nicht. Also, ja, es ist kein Geheimnis. Fußballer haben Stutz und die können so machen. Und Frauen kommen, oder? Ja. Du bist auch im Fliegen. Nein, nicht. Er hat mich erobern, natürlich. Ah, ja, natürlich. Natürlich. Du bist der einzige Fall, der umgekehrt war. Du bist so fies. Warum wollen Sie in der Schweiz werden? Wegen Geld? Wollen Sie berühmt werden? Ja. Eigentlich hätte ich Prinzessin werden, aber mit dem hat es leider nicht geklappt. Und in einer großen Modenschau vor Live-Publikum wollten die Coaches sehen, was die Kandidatinnen beim Catwalk-Training gelernt haben. Und eine von euch wird die Miss Schweiz! Nicht Miss Schweiz, aber der Gilbert Gress können wir jetzt begrüßen in unserer Mitte. Und der Toni Brunner. Und dass der Toni Brunner mal in den gleichen 5 Sekunden im Fernsehen ist wie der Greis, das hätte man auch nicht vermutet von dem Missen. Steht dir aber gut, der Schlips, Toni. Sakrement nochmal. Da kann man einiges machen als so einem ja, Parteipräsident, an so einem Misswahl. Gut, also wir gehen jetzt aber zurück zum Thema. Und da kommen wir jetzt zu etwas Unerfreulichem, nämlich zu der ersten Abwahl. Zwei von unseren Finalistinnen, die sind jetzt dann in wenigen Augenblicken aus dem Rennen. Schade ist um jede, wenn es trifft, ist sie aber noch nicht. Und für da bitte jetzt den gerade unsere juristische Aufsichtsperson zu mir. Genau, da ist er schon, der Thomas Jovan, unser Rechtsanwalt in Diensten. Ein herzlichen Applaus den Moment. Ist der Mann ohne den können wir nicht aus. Dankeschön.
Thomas Jovan, es gibt erfreuliche und weniger erfreuliche Aufgaben als Rechtsanwalt. Ist jetzt das etwas sehr Erfreuliches oder wahnsinnig mühsam? Weil es kostet ja jedes Mal Finalistinnen quasi das Dasein. Ja. Und, ja. Es tut mir sehr leid für die, die leider jetzt schon gehen müssen. Aber es ist natürlich eine der schönsten Aufgaben als Rechtsanwalt, so etwas zu machen. Was habe ich jetzt in dem Umschlag für Informationen? Was ist da drin? Es sind zwei, die leider schon gehen müssen, aber 10 sind ja weiter. Und am Schluss kann sowieso nur eine gewinnen, von dem her. Es muss halt gesiebt werden. Also, ja. Das heisst, ich rufe dann die 10 nehmen, die hier noch drinstehen, zu mir führen und die sind weiter im Rennen. Genau. Gut, genau. Damit ich nichts falsch gemacht habe, Thomas Jovan, unser Rechtsanwalt, juristische Aufsichtsperson, Ihren Applaus. Und jetzt würde ich sagen, ist also wirklich Zeit, um nochmal Hände schaltet. Und ich frage bei unseren Coaches noch oder Betreuerinnen. Christa, hast du das Gefühl, ich spüre schon, welche zwei das draussen sind? Nein, ich weiß es wirklich nicht, aber ich hoffe, ich habe meine Mädels jetzt gesagt, ich hoffe, ihr geht alle nach vorne. Ich will hier allein bleiben. Jetzt will ich allein. Also du willst allein bleiben, das heißt, du willst, dass alle, deine Schäfli quasi zu uns führen können. Und ich würde sagen, wir machen es auch gerne noch mal länger spannend, sondern fangen mal an und rufen gerade die erste von unseren Finalistinnen führen, die weiterhin im Rennen ist. Also die zwei, die hinbleiben bei unseren Coaches, die sind leider aus dem Rennen. Die Reihenfolge ist völlig zufällig. Das hat nichts zu tun mit der Anzahl Stimmen, die sie vielleicht von der Jury bekommen oder von Ihnen daheim per Anruf oder per SMS. Die zuerst kommt, ist zufällig als erste ausgewählt worden. Das heisst nicht, dass sie am meisten oder am wenigsten Stimmen hat. Nachher ist der Zähler wieder auf Null, aber zu dem kommen wir später. Als erstes zu uns hier auf die Bühne kommen und somit weiterhin mitmachen im Rennen um den Titel von der Miss Schweiz 2013. Ich bitte zu uns führen, Gliana Müller! Und auch zu uns führen kommen, Katharina Podrimia! Und auch führen kommen zu uns auf die Bühne, Söl Pamela Liubas! Und ebenfalls willkommen in unserem Kreis heißen wir Jenny Pedrazzi! Und auch bei uns vorne ist in wenigen Augenblicken die wahrscheinlich völlig außer Atem seiende und hocherfreute Heidi Lustaku. Und ich bitte jetzt zu uns auf die Bühne die Viktoria Gasser. Und ich hoffe, das freut Sie daheim genauso wie unsere Anwesenden hier im Hallenstadion. Zu uns führen kommen soll Dominik Rinderknecht. Genauso wie Snežana Stojanović. Snežana. Jetzt haben wir noch zwei Plätze, die zu vergeben sind, hier vorne auf der Bühne. Jetzt wird es wirklich spannend. Ich bitte zu uns führen, Janine Baumann oder sie sagt Boomer. Janine, bitte komm. Und jetzt wollen wir im Sport sagen, machen wir den Sack zu nach der ersten Runde. Und ich bitte zu uns führen. Zwei sind jetzt ganz traurig und eine wird sehr, sehr glücklich und erleichtert sehen. Und die glückliche und erleichterte Finalistin um den Titel von der Miss Schweiz 2013 ist Zara Vicky! Schön sind wir hier vorne komplett. Wir haben alle Pferde vorne. Aber es ist fast ein bisschen unverständlich. Wir haben Vera und Chantal, die nicht mehr dabei sind. Darum hätte ich jetzt gerade ins Backstage schalten und sagen, oh, 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 oh. Wie sieht es aus? Wie ist die Stimmung da hinten im Backstage? Vera, wie geht's? Aber es ist in dem Sinn kein Schock, aber ein bisschen bedauern tust du es schon. Ja, logisch ist es traurig, ein bisschen, wenn man gehen muss. Aber ja, wie gesagt, ich nehme das Gefäß auf und das Leben geht weiter.
Ja, also, aber du hast unsere ganze Sympathie und wir gehen jetzt noch zu der Chantal. Danke vielmals, Vera. Chantal, wie hart ist das? Ich glaube, es ist für uns beide schon recht hart, weil wir oft immer, dass der Name aufgerufen wird, aber leider ist es ja nicht dazugekommen. Gut, also auch du trägst mit Fassung und auch du hast unsere vollste Sympathiebezeugung per Applaus. Das ist dein Applaus, das ist ein Applaus. Vera Morger und Sarah Lüthi, super, sind ihr dabei gewesen. Auch sie beide hätten es verdient. Ah, jetzt muss ich schauen. Ah. Vera Morger und Chantal Lüthi, ich hoffe, ich habe es vorhin falsch gesagt. Sarah Vicky, weil ich schon im Kopf bei dir bin, habe ich gerade ein Zeichen verzählt. Ja, bei so vielen schönen Frauen kann sogar ich mal ein bisschen aus dem Konzept kommen. Gott weiss, das ist schwierig, aber es klappt, es klappt. Sarah, die haben am längsten zappeln lassen. Ja. Wie ist das denn? Das können sich jetzt mehr alle uns nicht vorstellen, wie das ist. Wie unangenehm, ist schrecklich. Es ist sehr unangenehm. Wir hocken dort so noch drei Kandidatinnen und denken, jetzt, eben, ein Platz ist noch frei und es könnte jede sein. Also, du Biber ist noch ein bisschen, der Zitter ist noch ein bisschen. Du bist froh, dass du wieder dabei bist. Das sind unsere 10. Euren Applaus. Jetzt müssen wir ein bisschen applaudieren. Das sind unsere 10, die weiter im Rennen sind. So wahnsinnig warm ist es nicht hier im Hallenstadion, aber ich bin trotzdem in die Schweiz gekommen. Das muss an euch Finalistinnen liegen, ich bin ganz, ganz sicher. Und damit wir jetzt den Überblick nicht verlieren, würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Wie sieht es jetzt aus? Denn der Countdown, respektive das Voting, ist jetzt wieder auf Null gestellt. Ich habe es gesagt, das Aufrufen ist rein zufällig erfolgt und nicht wegen der Anzahl Stimmen, die eine Kandidatin erhalten hat. Der Zähler wird jetzt auf Null gestellt. Das heisst, jede hat wieder die gleiche Chance wie die anderen 9. Und darum würde ich sagen, ihre Stimmen sind wieder gefragt. Wir schauen uns jetzt mal den Überblick an, wie das aussieht. Und dann, genau, da haben Sie nochmal alle Startnummern. 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 und 12. Sie wissen es, 09, 01, 54, 45 plus Startnummer oder ein SMS mit der Startnummer an Zielnummer 377. Wir machen jetzt eine kurze Verschnaufpause da. Sie votet, was das Zeug hält. Und dann sind wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung wieder zurück für Sie. Ich freue mich und sage, da waren es nur noch 10. Bald wird es wieder weitergehen. Bis gerade. Schweiz wird Ihnen präsentiert von Schild, dem Modehaus der Schweiz. Unterstützt von Passito, Tabu Beachwear, Oral-B und Venus. Miss Schweiz wird Ihnen präsentiert von Schild, dem Modehaus der Schweiz. Unterstützt von Passito, Tabu Beachwear, Oral-B und Venus. Weiter geht's mit der Miss Schweiz 2013 und jetzt bin ich da mitten im Gewühl, quasi da, wo es passiert. Und wir haben ganz viele Leute auf der Tribüne und ich habe ein kleines Gefühl, das sind die, die am meisten Lähmen machen. Liege ich da falsch oder liege ich richtig? Machen ihr Lähmen oder nicht? Das heisst Lärm! Ja, haben sie im Griff, haben sie im Griff. Jetzt sitze ich einfach mal ein bisschen da runter und frage sie. Sind Sie mit irgendjemandem von unseren Finalistinnen verwandt, verschwägert, befreundet oder sonst bekannt? Nein, nein. Nur, ich bin von Luzern und sie ist von Sursee.
Ah, dann unterstützen Sie Sarah Wicki. Sarah Wicki, ja. Und jetzt wäre die zweite Frage, die ich habe. Hat sie ihre Begleitung mitgeschleppt oder sind sie freiwillig gekommen? Man sagt ja den Mann immer noch, die wollen nicht unbedingt so Wisswahlen anschauen. Ja, nein, lieber Sport oder grillieren. Ich bin freiwillig gekommen. Freiwillig angekommen. Das verdient einen Sonderapplaus. Der Herr der Stunde kommt freiwillig. Das ist schön. Ich glaube, sind alle freiwillig da, oder? Sie auch freiwillig? Super. Das freut uns. Und jetzt schauen wir. Also, der Herr neben mir aus dem Luzernisch hat eindeutig gesagt, seine Sympathien sind hier für Sarah Wicki. Aber sie hat ja noch 9 Konkurrentinnen oder Kolleginnen an den Titel von der Miss Schweiz. Sie schauen wir uns jetzt noch mal miteinander an. Wer sind denn die 10, die wir jetzt noch bei uns haben? Sie haben hier ganz klar die Nummern von 0 bis 12. Zwischen ihnen hat es leider 2 Lücken gegeben. Die von der Chantal und die von der Vera. Aber Sie können weiterhin Ihre Favoritin unterstützen mit einem Telefon auf 09 01 5445 mit der Startnummer von Ihrer Favoritin oder ein SMS an Zielnummer 377. Ich hoffe, Sie haben sich das eh schon aufgeschrieben, damit Sie die können unterstützen können. Denn beim nächsten Gang da kostet es dann gerade 4 Kandidatinnen quasi den Platz im Rennen um den Miss Schweiz-Titel. Jetzt würde ich aber sagen, lösen wir uns für einen ganz kleinen Moment für unsere Kandidatinnen und konzentrieren uns auf die Frauen, die am heutigen Abend auch ganz wichtig sind im Backstage, weil sie eben die Finalistinnen so gut wie es können unterstützen und betreuen. Das sind unsere 3 Coaches. Und damit wir auch hier noch mal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, respektive schauen, und sehen, dass das Coacher-Leben auch nicht so einfach ist im Missercamp. Die schönsten Momente von der Fiona Hefti, der Christa Rigozzi und der Nadine Vinzenz, die schönsten Momente von unseren Coaches. Guten Abend miteinander. Hallo, schön sind Sie wieder zurück. Ich will einfach herausfinden, wer die richtige Miss Schweiz 2013 sein könnte, weil wir brauchen eine sehr gute Miss. Es sind keine Ferien. Wie heißt das einzige Schweizer Bond-Girl? Lucia. Was? Wer ist das? Ich bin total schockiert. Wegen No-Go. Nein. Ich weiß nicht. Action! Du musst ein bisschen aufwachen, ein mehr da sein. Mach das. Man muss knallhart bleiben, oder? Da geht es um einen Titel, da geht es um eine Verpflichtung. Verlassen muss uns heute Abend Wir haben uns entschieden. Man kriegt eine Person mehr und mehr gern und muss immer wieder jemanden heimschicken. Und je mehr Tage das gibt, umso schwerer wird es dann, um halt jemandem zu sagen, dass es fertig ist. Wir haben jetzt 7 Tage haben wir so streng gehabt, wir haben so hart trainiert. Und sie haben es genial gemacht. Ich bin wirklich baff. Ja, um das Krönli dreht sich alles. Nicht nur am heutigen Abend, sondern bei einem Missercamp. Bei mir jetzt Fiona Hefti. Fiona, wir haben es gesehen, ja, in den schönsten Moment der Coaches. Du bist ein bisschen in anderen Umständen gesehen. Das kann man so sagen, oder? Wir waren das zweite dort. Doppelte Unterstützung für meine 6 damals Kandidatinnen, jetzt noch 4. Unterdessen habe ich den Anton gesehen, wie er an der Bühne gesehen ist, mit deiner Mutter. Aber da müssen wir sagen, hast du auch den Trainer von den Victoria's Secrets Model oder von Heidi Klum, dass du wieder so schlank und rank da stehst? Der ist ja noch nicht so lange auf der Welt. Wie du gesagt Anton. Hast, er ist da, der Bauch ist jetzt der Anton, 2,5 Monate. Und ja, es geht ihm gut zum Glück. Es hat ihn aber ein bisschen beeinflusst, ich glaube, diese Woche im Missercamp. Er hat einerseits schon ziemlich neugierig gewesen, hat ein bisschen früher kommen wollen. Er wollte wissen, was für schöne Ladies ihn da umgeben. Und zweitens hat er immer noch das Gefühl, dass die Tagesabläufe, die sind immer noch vom Morgen um 5 Uhr bis zum Abend um 11 Uhr, 12 Uhr, wenn auch immer. Gut, aber das wird er vielleicht noch ablegen. Wir gratulieren dir auf jeden Fall und spenden dir einen grossartigen Applaus für Fiona, the one and only, Hefti. Mit dem Figur, wir entlösen dich jetzt wieder hinterher. Fiona, dein Applaus. Fiona geht wieder ins Backstage, um ihre verbliebenen Girls zu unterstützen. Und ich bin jetzt bei der Jury
und möchte jetzt einfach mal kurz und knapp wissen, wie bist du lieber unterwegs, so aufgebrezelt, wie wir dich jetzt erleben heute Abend, oder halt doch ein bisschen schlabberig, streetig? Streetig, also eher eine Mischung aus beidem. Also bei so einem Anlass wie heute dann eher schön und klassisch, fancy, aber privat dann doch eher bequem und street. Style-fashiger. Street-credibil, wie wir in der Schweiz auch sagen, aber gut. Die Mischung macht es auch. Ich würde sagen, die Jury, Augen auf, alle miteinander. Und wir kommen jetzt zum Durchgang. Street-Fashion mit Mode von Schild.
Tja, und das sind gesehen unsere 10 verbliebenen Finalistinnen im Rennen um den Titel von der Miss Schweiz 2013 ist Street Fashion. Die Jury ist ganz, ganz fleissig am Schreiben gesehen. Und meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Sie aufrufen, bitte mich geradezu von Ihnen in Sand, kann ich nicht schmeißen, aber auf den Boden schmeißen und sagen, Leute, ja, eine Kamerafrau geht schon runter, in Achtung stellen. Also gut, dann machen wir halt. Ich schmeiß mich in die Pose und sage, bitte, bitte, rufen Sie an, schicken Sie SMS, denn jetzt heisst für 4 Kandidatinnen Abschied nehmen, wenn es nämlich nicht genug Stimmen haben. Achtung, ich gehe wieder rauf, Nicole. Gut, Nicole kommt mit. Wunderbar. Also, unbedingt anrufen, SMSle, was das Zeug hält. Unsere Jury ist fleissig am Arbeiten, aber ich glaube, sie haben sich da schon überlegt, was zu überlegen gegeben hat. Und wir schauen uns jetzt noch an. Und die Gruppe ist leider auch ein bisschen geschrumpft. Wer denn noch im Team von der Nadine mit dabei ist? Jenny Pedrazzi, Endziffer 08. Sarah Vicky, Endziffer 12. Tja, und jetzt haben wir gesehen, wer alles wie ist bei den Nadine, Jenny und Sarah. Und jetzt werden wir schon bei der Nadine ein bisschen den Puls genäht. Ich meine, sie hat mit am wenigsten müssen ins Rennen. Nadine, irgendwie hat sich die Situation nicht verbessert. Ja, Marco, also Jesus, ich finde es wirklich wunderschön, dass meine zwei Girls noch dabei sind. Und ich bin wirklich sehr, sehr nervös. Und ich glaube, wir alle. Ja. Also es überträgt sich langsam auf dich so, wenn du jetzt nur noch zwei hast, dass du noch nervöser wirst, anstatt weniger nervös als nur zwei. Und das ist natürlich auch okay. Wir sagen euch mal toi, 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 weiterhin auf dem Weg durch den heutigen Abend. Jenny und Sarah, ja, mit dem bezaubernden Lächeln, was soll euch da passieren am heutigen Abend? Nadine lächelt auch mit, kommt gut. Ich möchte ja, jetzt aber zu der positiv. Jury und unserem Jurypräsidenten Stefan Regetz fragen. Da werden nämlich die Stimmen jetzt gerade eingesammelt, die ihr als Jury abgegeben habt. In der Gruppe von Nadine, Jenny und Sarah, kann man da jetzt als Jurypräsident sagen, auf welcher Seite das Herz mehr schlägt? Ja, es war natürlich wieder schwierig. Jenny hat das wieder super gemacht. Aber wenn ich so Sarah gesehen habe, muss ich sagen, da wäre ich glaube lieber, wenn ich die als Lehrerin hätte, wäre ich glaube auch lieber in die Schule gegangen, als auf die Straße schütten. Gut. Das nehmen wir so zur Kenntnis. Die Frage ist, ob man sich da auf den Schulstoff noch hätte konzentrieren können. Das steht dann wieder auf einem anderen Blatt geschrieben. Sarah, also in dem Moment Sympathie von unserem Jurypräsident. Jetzt gehen wir aber einfach, weil wir einfach ein bisschen vorwärts machen, zu der Gruppe. Und die ist auch ein bisschen geschrumpft. Aber sie ist immer noch gross von unserer Christa. Da ist Team Christa. Victoria Gassa, Endziffer 02. Dorina Podrinja, Endziffer 09. Dominik Rinderknecht, Endziffer 10. Snežana Stojadinovic, Endziffer 11. Tja, und da haben wir sie gesehen im Überblick. Und jetzt gehen wir aber definitiv zu unserer Christa und zu ihren Girls. Christa, ihr habt euch schon alle an den Händen. Das heisst, ihr wollt, dass ihr unbedingt in dieser Konstellation den ganzen Abend möglichst lang bleiben könnt. Es ist unglaublich, was ich und meine vier Ladies als Gefühle haben. Es ist unglaublich. Also ich fiebere mit. Ich bin ein bisschen sprachlos, es tut mir wirklich wahnsinnig leid für Vera. Aber jetzt hoffe ich einfach, dass sie vier einfach ins Finale gehen, oder? Das auf jeden Fall. Macht ihr das einfach unter euch aus? Das ist okay, Christa. Da sehen wir also eine verschworene Truppe um Christa herum. Und es sind natürlich alles reizende junge Frauen. Edith. Hat jetzt eine aus der Gruppe Christa auch speziell dich begeistern beim Durchgang Street Fashion? Sagst du, ja, ich habe meine Favoritin eindeutig entdeckt. Ja, in dieser Gruppe ist mir jetzt aufgefallen, Dominik. Schon? Ui. Ja gut, da hast jetzt natürlich ganz viele Leute hier im Hallenstadion, die das auch finden. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer dem sagen, weiss ich nicht. Also Dominik hat es für dich auch geschafft, in diesem Durchgang zu überzeugen. Ja. Wunderbar, das nehmen wir. Wir sehen es jetzt gerade noch mal auf unseren Screens. Das nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis mit dem Kusshändchen, das sie uns noch schickt. Aber jetzt
gehen wir zu der Gruppe von der Fiona. Und liegt richtig, oder Fiona ist die Einzige, die keine Federn respektive Finalistin haben müssen. Wir schauen uns nochmal an, wer bei der Fiona mit dabei ist. Janine Baumann, Endziffer 01. Pamela Ljubas, Endziffer 03. Heidi Lustaku, Endziffer 04. Liana Müller, Endziffer 07. Tja, da haben wir die Gruppenzusammenstellung von der Fiona noch mal gesehen. Jetzt schalten wir gerade zu der Fiona. Und Fiona, irgendwie komme ich nicht darum herum, zu sagen, du scheinst das irgendwie am besten gemacht zu haben. Was hast du denn anders gemacht als Christa und unsere Nadine? Marco, ich glaube, das Geheimnis ist, wir haben echt Spass daran. Wir haben echt Spass. Also bei euch vier sehe ich es. Ihr habt riesige Freude auf dem Catwalk, draußen zu sein, alles zu geben. Und ja, ich glaube, das war auch das Ziel von unserer langen Reise hier. Und ich bin sehr stolz, dass wir noch vollzählig sind. Dann hoffen wir, ihr habt weiterhin spassig miteinander. Einiges gibt es aber noch zu erledigen. Also dann da nicht drüber hinwegtäuschen lassen, dass es zu einfach ist. Aber Spass haben ist definitiv gut. Das kann ich dem Publikum versprechen. Wollt jetzt aber vom Max wissen, hast du auch Spass gehabt? Respektive hast du jetzt endlich können auf die Finalistinnen konzentrieren? Weil sie haben jetzt ein bisschen mehr angekommen im Street. Ja, wenn Frauen Kleider haben, dann kann man sich dann auch konzentrieren. Nein, ich finde die Fiona in der Gruppe, ich bin ein Fan von dieser Fiona-Gruppe. Ich muss sagen, es ist sehr schwierig, ich finde alle vier Damen sehr cool. Allerdings Liana und Pamela haben das sehr gut gemacht. Ich muss aber sagen, das Outfit von der Victoria ist jetzt zwar nicht in dieser Gruppe, ich finde, das müssen wir gerade bürokonforme Uniform schweizweit einführen. Also gerade so mit dem, ich finde das... Du hast also durchaus etwas gefunden. Ja, da, oh. Also ich finde, nein, das müssen wir gerade. So, also. Ja, gut. Und plötzlich mache ich alle Überzeit in der Schweiz. Das wäre mir dann auch schnell klar. Wieso? Danke, so mit der Wirtschaft ankurbeln. Genau, das würde definitiv die Wirtschaft ankurbeln oder vielleicht auch den Babyboom auslösen in der Schweiz. Wir lassen das einfach mal so unkommentiert. Danke vielmals, Max, für das Jurorenvoting. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo ich Ihnen sage, meine Damen und Herren, dass Sie nicht mehr voten müssen. Wir haben ja die Jurystimme schon aufgenommen. Jetzt werden Ihre Stimmen aufgewertet und in wenigen Augenblicken wird dann leider abgewählt. Und dann heisst es für vier von unseren Finalistinnen nur noch zuschauen und nicht mehr mit dabei sein, wenn es um den Titel geht von der Miss Schweiz. Noch ist es nicht so weit. Wir machen eine kurze Verschnaufpause. Sie sind gerade wieder zurück für Sie. In wenigen Augenblicken mit der Miss Schweiz 2013. Schweiz wird Ihnen präsentiert von Schild, dem Modehaus der Schweiz. Unterstützt von Passito, Tabu Beachwear, Oral-B und Venus. Miss Schweiz wird Ihnen präsentiert von Schild, dem Modehaus der Schweiz. Unterstützt von Passito, Tabu Beachwear, Oral-B und Venus. Weiter geht's bei der Miss Schweiz 2013 und da innen kochen den Saal langsam, aber sicher. Aber wir gehen ja jetzt auch mit grossen Schritten Richtung Krönung von der Miss Schweiz 2013. Ja gut, 1, 2, 3, 4 Sachen geht es schon noch zu erledigen. Und jetzt kommen wir leider wieder zu dem Moment, wo ich anfange, ist jetzt nicht der gemögigste Moment vom Abend. Wir können wieder zu der Nachricht von unserem juristischen Aufsichtiger.
dem Thomas Johann, unserem Rechtsanwalt, der ein Couvert hat. Wir kommen bereits schon zu der Abwahl. Danke vielmals, Herr Johann, auch wenn es nicht nur nett ist, was drin steht. Ich meine, alle unsere 10 verbliebenen Kandidatinnen hätten verdient, um weiterhin mitmachen heute Abend. Aber es sind leider nur noch 6, die nachdem ich nehmen verlesen habe, hier begrüßen auf unserer Bühne. Und ich sehe es jetzt und ich staune. Ich sage nochmal, meine Damen und Herren, sowohl hier im Hallenstadion als auch daheim vor dem Bildschirm, die Reihenfolge ist total zufällig. Es ist da alles bunt gemischt, um mich zu verwirren, wahrscheinlich genauso. Aber ich bin jetzt auch verwirrt, weil ich gerade schon einen Blick darauf geoffen habe. Hoppla. Gut. Also, wir kommen jetzt zu den 6 Finalistinnen, die weiterhin Finalistinnen sind. Das andere sind nur noch Ex-Kandidatinnen im Rennen um den Titel von der Miss Schweiz 2013. Ich bitte zu mir auf die Bühne Zara Vicky. Sie hat vorne am längsten warten und ist jetzt als Erste wieder bei uns auf der Bühne. Zara Vicky ist jetzt wieder bei uns auf der Bühne. Herzlich willkommen, Zara. Und auch zu uns auf Bühne mit dir, Janine Baumann! Ja! Oder Baumann! Und auch zu uns für dich kommt jetzt Dorina Podrimia! Ja! Ebenfalls zu uns auf Bühne bitte ich Pamela Ljubas! Und ich bitte zu uns auf die Bühne Dominik Rinderknecht! Wir haben noch einen Platz, der frei ist, auf dem Ticket, das für 6 Kandidatinnen gibt. Jetzt hier auf dieser Bühne. Ein Platz ist noch frei. Wer wird er einnehmen? Es hat einige, die noch nicht aufgerufen worden sind und vor allem mehr als eine, die doch für Überraschung gesorgt hat. Auch bei mir, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich nehme an, daheim vor dem Bildschirm, genauso wie hier im Hallenstadion, ist mir überrascht. Es müsste mehrere Namen geben, die noch aufgerufen wären. Das ist aber nur noch ein Platz, den ich habe. Und der letzte Platz auf dem 6er-Ticket geht an die Victoria Gasser! Victoria macht sich auf den Weg, um zu uns hier vorzukommen. Und ich dann während Victoria und einem Dosen Applaus immer noch zu uns vorkommen. Victoria, schön bist du da. Du strahlst und du zetterst überhaupt nicht. Heißt das, du hast gerechnet und bist überzeugt, dass der letzte Platz drin ist? Nein, überhaupt nicht. Schau mal, wie ich zettere. Okay, jetzt sehe ich es. Aber du hast keine schlotterige Beine, darum habe ich es nicht gesehen. Aber es fängt immer sehr schön ab, wenn man so lange warten muss. Absolut. Also das ist wirklich fies, wenn man so lange auf die Folter gespannt wird. Ja, nur, wir haben es nicht mit Absicht gemacht. Wir haben es nicht mit Absicht gemacht. Aber jetzt möchte ich hier noch mal weitergehen. Und ich gehe zu dir. Unsere Startnummer 1. Und du bist immer noch da. Wie geht's dir? Mir geht's mega gut. Danke viel mal an meine Familie für die tolle Unterstützung und Freunde und Fans. Danke viel mal. Ja, so macht sie es richtig. Sie hat da. Hemmel, Zara. Ah nein, wir würden sagen, wir gehen jetzt mal hinter ins Backstage und schauen, weil ich habe gesagt, es hat quasi ein Favoritensterben gegeben bei dieser Runde. Und darum möchte ich mal hineinschauen, wie geht es zum Beispiel das Sneshi, das Neshana, unsere Best Friend, Titelträgerin. Ja, es ist ein komisches Gefühl. Natürlich wäre ich auch gerne weitergekommen, aber ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und auch dankbar an die Jury und auch das Publikum, dass sie für mich gewotet haben. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich so weit gekommen bin. Merci vielmals. Dein Applaus, Nejana. Aber auch natürlich Jenny kommt einen Applaus über, genauso wie Heidi und natürlich auch Liana. Jenny, ja, alles gut bei dir? Ja, natürlich bin ich traurig, aber trotzdem habe ich eine wunderschöne Erfahrung gehabt und ich bin sehr froh. Ich habe viel gelernt, wirklich. Danke. Und wir haben ganz viele Leute, die dich unterstützen hier aus dem Saal und sicher auch zu Hause. Vielen Dank, Jenny. Herzlichen Dank auch an Heidi und Liana.
Ihr wart super und es tut uns wirklich sehr, sehr weh, dass ihr nicht mehr dabei seid. Es tut uns leid, Heidi. Ça va pour toi? C'est ok? Oui, c'est un peu triste, mais ça va. Ça va. Un peu triste, mais ça va. Okay, mais toi, c'est un grand sourire. Merci. Liana, wie geht's dir? Liana? Klar bin ich traurig, bin ich rausgefallen, aber ich danke allen für die wertvollen Erfahrungen, die wir hier machen können. Wirklich merci. Liana, dein Applaus. Danke vielmals allen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns nochmal unsere 6 Verbliebenen an im Überblick. Wer haben wir noch? Wer hat welche Startnummern? Für wen können sie, wenn sie, sollten sie anrufen? Da sehen wir nochmal alle 01, 02, 03, 09, 10 und 12 sind noch im Angebot. Das alles sollte für sie genug Motivation sein, um anrufen. 09 01 54 45 und Startnummer von ihren Favoriten respektive die Startnummer an Zielnummer 377 per SMS. Jetzt können wir nach dem kleinen schwierigen Moment, weil eben 4, wo wir jetzt wirklich schon das Herz geschlossen haben, nochmal im Rennen mit dabei sind um den Titel von der Miss Schweiz 2013, wenn wir wieder ein kleines Lachen haben. Und das ist mitunter auch das Wichtigste im Alltag von der Miss Schweiz, dass sie den Humor nicht verliert. Das haben unsere Kandidatinnen im Missencamp auch müssen können die Türen lehnen und wir haben sie auf Herz und Nieren geprüft und herausgefunden, dass sie wirklich hart sind im Nähen, Nerven haben aus Drahtseil und vor allem wirklich eine riesige Portion Humor. Weil sie haben verschiedene Aufgaben gehabt, die es immer wieder zu erledigen gab. Eine Aufgabe, die man ihnen gestellt hat, ist gesehen, es kommt ein österreichischer, und ich sage ein vermeintlich österreichischer Starfotograf und der macht ein Shooting mit euch. Ja, sie sind ja gewöhnt, dass sie fotografiert werden. Sie haben ein crazy Shooting gehabt. Man könnte das, was wir jetzt sehen, als super crazy Shooting bezeichnen. Denn, was unsere Kandidatinnen nicht gewusst haben, der vermeintliche österreichische Starfotograf ist eigentlich ein Schauspieler. Und wir, fies wie wir sind, haben das Ganze mit der versteckten Kamera aufgezeichnet. Wie so ein super crazy Shooting kann aussehen und wie toll sich unsere Kandidatinnen geschlagen haben, da kann man etwas lernen von denen. Das schauen wir uns jetzt miteinander an. Guten Abend, mein Name ist David Imhoff, ich bin Schauspieler. Und heute Abend bin ich aber Matthias Gruitsch, Starfotograf aus Wien. Hallo, Matthias. Hallo, freut mich. Freut mich auch. Hallo. Kennst du King Kong? Ja. Jetzt haben wir die Flöten hier. Das ist gut. Wie macht der King Kong? Wie macht der? Ah. Ah. Genau, wie macht der? Ah. Ja, ich bin Salat. Gut. Jetzt kannst du mal, der Max, kannst du mal hier im Kreis und du rennst ihm nach. Bell es an, das Schaf. Ja, lauf da ein bisschen Wolf. Ja, gut. Kannst du schneller hoppeln, Max? Ja. Bisschen schneller, bitte. Danke. Ja, so ist gut. Ja, lauter. Mehr als Bauch. Yeah. Mach gar nichts, mach gar nichts. Wie geht das für dich? Kannst du mal schreien? Ja, mehr kreischen. Angst. Das ist gut. Ich hoffe, es wird nicht gefilmt. Jetzt stoß sie da, dass ich das fahren kann im Kreis. Oh, ja. Entschuldigung, Achtung nochmal. Scheiße! Ne, verdammte Scheiße nochmal! Was hast du dir jetzt kaputt gemacht oder was? Wir hatten hier da rumgedrückt. Oh, mein Gott! Ah! Was hast du gesehen? Ich hab eingesteckt. Es ist auf Lamakro. Hau ab. Scheiße. Kolos hier. Fuck, Scheiße. Ich glaub's nicht, echt. Kannst du nicht arbeiten hier? Das geht doch nicht. Habt ihr's drauf? Habt ihr's drauf? Alles drauf. Ah, no. Danke. Nein, sicher nicht. Nein! 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 N
Ja, meine Damen und Herren, diesen Applaus haben sie definitiv verdient, unsere Kandidatinnen. Also ich weiss nicht, ob ich da nicht vorne schon ein bisschen zickig, schlecht gelohnt oder handgreiflich geworden wäre. Sie haben das super gemacht. Wir haben jetzt noch 6 Kandidatinnen, die immer noch Finalistinnen sind. Wir machen noch mal ganz eine kurze Pause. Sie sollen jetzt anrufen, was das Zeug hält. Es kommt nach unserer kurzen Unterbrechung dann ja noch der grosse Moment vom Catwalk. Im Abendkleid noch viel, viel mehr. Wir können zu den Miss Venus und. Sie bleiben am besten dran. Wir können in wenigen Augenblicken zurück. Es geht weiter bei der Miss Schweiz 2013. In wenigen Augenblicken. Schweiz wird Ihnen präsentiert von Schild, dem Modehaus der Schweiz. Unterstützt von Passito, Tabu Beachwear, Oral-B und Venus. Miss Schweiz wird Ihnen präsentiert von Schild, dem Modehaus der Schweiz. Unterstützt von Passito, Tabu Beachwear, Oral-B und Venus. Zurück bei der Miss Schweiz 2013 und jetzt wären Sie gefragt, meine Damen und Herren, denn Sie sollten jetzt wirklich voten, so viel und so schnell Sie können. Egal, ob Sie das per Telefon machen oder per SMS, schauen Sie da nochmal unsere Listen an, wo Sie sehen, wer welche Startnummer hat, welche Kennzahl. Das wäre nämlich wirklich wichtig. Jede von diesen 6 Damen braucht dringend ihre Stimme, denn es geht nochmal allzu lang und dann sind es gar noch 3. 3 könnten eine Runde weiter, 3 müssen wir leider dann Golo. Nicht ganz freiwillig und schweren Herzens, aber sie sind dann halt für den Moment draussen aus dem Rennen. Sie haben es jetzt gesehen, Janine, Victoria, Pamela, Torina, Dominik und wir haben jetzt nicht gehabt, Zara, das ist Nummer 12, ist noch im Rennen und die brauchen ihre Unterstützung. Right from the start, you were a thief, you stole my heart and I... Guten Morgen, herzlich willkommen in dieser wunderschönen Location vom Giardino Verde. Venus sucht die neue Markenbotschafterin für das kommende Jahr. Wir möchten hier unter den Schweiz-Kandidatinnen unsere neue Venus-Göttin casten. Wir werden zuerst mit einem Catwalk beginnen, all im Backkleid. Und dort geht es natürlich primär um die schönen Beine. Jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Castingtag und viel Spass. Ich bin sehr aufgeregt, vor allem weil es eine nationale Kampagne wird geben. Ich möchte unbedingt Miss Venus werden. Ich finde, es ist wirklich eine große Chance, es ist eine Möglichkeit. Und ja. Ich habe recht Respekt vor dem Laufsteg. Es ist eine mega grosse Kampagne, die wir machen könnten. Also, es steht wirklich viel auf dem Spiel. Wir werden dann nicht richtig sehen, welche Kandidatin jeweils laufen wird. Das Wichtigste für die Marke Venus sind natürlich tolle lange Beine, dass die Kandidatin die auch sehr gut kann in Szene setzen kann. Wichtig ist mir auch, dass sie sympathisch rüberkommt, dass sie gut kann reden kann. Sie wird auch diverse Pressetermine haben. Ich musste mich für 3 entscheiden und das ist mir wirklich schwer gefallen. Die erste für den zweiten Durchgang ist Diana. Für
Nächste, die in die zweite Runde kommt, hat das geschafft, nicht nur wegen ihren tollen Beinen, sondern auch wegen ihrer sehr sympathischen, offenen Art. Und das ist Dominik. Ach, jetzt bin ich weiter. Ich bin selber mega erstaunt. Ich hätte es wirklich nie gedacht. So, jetzt kommt noch eine Kandidatin in die zweite Runde und das ist Pamela. In der zweiten Runde müssen Kandidatinnen beweisen, dass sie auch sehr fotogen sind. Sie werden auf dem Trampolin springen, müssen dabei ihre Beinszene setzen, müssen lachen, müssen geradeaus schauen, gleichzeitig darauf achten, dass sie vom Trampolin nicht runterfallen. Das Trampolin ist relativ klein. Und ich bin, glaube ich, genug ungeschickt, dass ich es herbringen will, drauf zu fallen. Ich hatte mega Spass an dem Fotoshooting und ich habe auch ein gutes Feedback bekommen. Ich hoffe, es gut gegangen ist. Jetzt haben wir hier drei Bilder und drei ganz verschiedene Venus-Göttinnen. Hast du dich entschieden? Also, es fällt mir wirklich schwer. Ich finde die Bilder alle toll. Aber eins sticht ganz besonders hervor und ja, ich habe mich entschieden. Ja, und da sind wir jetzt auf der Bühne mit den Kandidatinnen, die die erste Entscheidung in Sachen Miss Venus erlebt haben. Sie stehen schon parat vor ihren wunderschönen Fotos, die sie gemacht haben am Giardino Verde. Und jetzt, Sarah Nuru, muss ich dich schon mal fragen, Topmodel, Gewinnerin von Germany's Next Topmodel 2009 und eben auch Botschafterin von Miss Venus. Hat es dir persönlich in deiner Karriere was gebracht? Absolut, also ich muss sagen, das war ja einer meiner... Du hast ja Mikro, ich bin ja doof. Ach so, nee, doppelt ist ja, immer doppelt besser, gemoppelt. Ne? Ja, für den Tonregisseur nicht. Um. Nee, aber ich muss sagen, es war wirklich so, dass das einer meiner ersten Jobs war. Und ich hatte noch nie davon einen Werbespot gedreht. Und es war einfach ein tolles Team. Es war eine schöne Aufgabe, die Botschafterin zu sein. Also ich muss sagen, die gewinnen wird, ihr wird echt eine ganz, ganz tolle Zeit bevorstehen. Und so ein richtig schöner Teppich ausgelegt, um eine allfällige Topmodel-Karriere zu machen. Ja. Also, was braucht es neben glatt rasierten Beinen denn noch, um so eine Karriere wie zum Beispiel du zu machen? Also, ist ja immer so ein... Schwierig. Ja, ja, immer so ein Mensch. Aber ja, naja, ich glaube, die haben es ja schon so weit geschafft. Also jeder einzelne von denen, die haben auf jeden Fall allen Potenzial überhaupt und die werden ihren Weg gehen. Und wenn sie einfach am Ball bleiben und sich selbst treu bleiben, müsste es eigentlich funktionieren. Wunderbar. Du weißt schon, wer es ist. Ja, ich weiß es. Wir wissen es alles noch nicht. Wir würden jetzt aber global langsam gehen, aber sicher wissen, oder? Sind richtig? Ja, los, Freile findet ja, lass raus. Lass die Miss Venus aus dem Sack, dann wissen wir, was ist. Gut, gehen wir in die Freude und schauen einfach auf die Leinwand. Das Foto, das stehen bleibt, dir. Und es sind alle reizend und ich weiss, sie haben schöne Beine. Aber nur eine wird jetzt Miss Venus und ich bin gespannt, wer es ist. Das Bild, das bleibt, die ist es. Die neue, frisch gekürte Miss Venus. Ja, lön Katz, respektive das glatt rasierte Bein aus dem Sack. Liana ist es schon mal nicht. Pamela ist es auch nicht. Aber es ist Dominik Rinderknecht. Bitte zu uns. Danke. Dominik, herzliche Gratulation. Glückwunsch. Von der Sarah Nuru. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Dominik, komm ein bisschen. Da ist das schöne Licht. Ja. Jo. Ja. Schöne Rose hast du bekommen, den Titel von der Miss Venus. Wie fühlt sich das an? Ja, ich freue mich enorm, wirklich. Ich meine, es ist eine starke Marke, es sind Hammerprodukte und ich freue mich extrem, das zu repräsentieren und ja, Botschafterin von dem sein. Jetzt habe ich es in der Probe gemacht und alle haben gesagt, das ist ja nicht. Ich möchte aber trotzdem bitten, kannst du uns ein bisschen von deinem Bein zeigen, weil schließlich bist du jetzt Botschafterin. Yeah! Miss Venus mit Bein Dominik Rinderknecht. Gut, danke vielmals an dieser Stelle. Ich, meine Damen und Herren, muss Ihnen noch sagen, aber Sie haben es sicher schon gesehen, das Voting ist jetzt abgeschlossen. Es ist quasi von Ihnen jetzt schon fertig, um mitentscheiden, welche drei das noch weiter können und welche drei müssen ausscheiden. Sie müssen jetzt im Moment nochmal anrufen. Erst in wenigen Augenblick wieder. Es steht somit fest, du bist noch unter den letzten sechs.
Du wirst also nicht lange verschnaufen können, sondern nachher auch wieder mit dabei sein. Und ja, wir drücken wie alle 6. Daumen, dass sie auch zu den letzten 3 kommen. Wird nicht möglich sein. Nochmal einen herzlichen Applaus für unsere neue Miss Venus und Sarah Nuru in diesem Moment. Ja, merci vielmals. Danke. Miss Venus hätten wir jetzt nach der Miss Best Friend auch noch versorgt. Jetzt müssen wir in der Miss Schweiz 2013 langsam bis auf die Fersen in die Nähe kommen. Es geht aber noch einen kleinen Moment. Wir wollen nämlich, bevor wir die neue Miss Schweiz intronisieren können, zuerst noch gebührend und würdig Abschied nehmen von der jetzt noch amtierenden Miss Schweiz. Und darum bitte ich dann schon mal alle Kandidatinnen, die jetzt mit dabei gewesen sind und weiterhin sind, an den Titel Miss Schweiz 2013, sich schon mal aufzustellen. Denn jetzt kommt dann Catalina Buchschacher, die immer noch und wenige Augenblicke nur noch amtierende Miss Schweiz. Sie ist das länger gesehen als andere, hat darum wahrscheinlich auch mehr Erfahrung im Miss Schweiz. Und ich will sagen, meine Damen und Herren, mit grossem Respekt verbeugen wir uns vor diesen Bildern aus der Amtszeit von Catalina Buchschacher. Der Miss Schweiz-Titel ist etwas vom Besten, was mir je passieren konnte. Ich bin persönlich gewachsen, habe mich weiterentwickelt und habe nicht nur den ganzen Glamour aus Miss Schweiz geniessen, sondern habe mich auch für wohltätige Zwecke eingesetzt, um denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Die eindrücklichsten Erfahrungen waren die Miss Universe-Wahl in Las Vegas und das SOS-Kinderdorf in Südafrika. Trotz der schlechten Verhältnisse und der Krankheiten haben die Kinder ihr Lächeln nie verloren. Mein persönliches Highlight ist ein Kindertraum, den ich mir erfüllen konnte. Ich habe mir eine wunderschöne Stute gekauft, die perfekt zu mir passt. Ein grosses Merci meinen Fans, den Sponsoren und an meine Schweizer Organisation. Ohne eure Unterstützung wäre das alles nie möglich gewesen. Besonders möchte ich meiner Mutter Farina, meinem Vater Uli und meiner Schwester Naila von ganzem Herzen danken. Für all die Unterstützung und Energie, die ihr mir gegeben habt. Fabien, du hast für mich die perfekte Balance zwischen der Miss Schweiz und der Alina geschaffen. Ich kann gar nicht die Worte fassen, wie sehr ich dir danke. Ich habe eine wundervolle Zeit aus Miss Schweiz gehabt, die ich niemals wieder vergessen werde. Das ist der Applaus für Catalina Buchschacher. Die immer noch amtierende Miss Schweiz. Alina, das war wahrscheinlich jetzt doch noch recht bewegend gewesen, oder? Wenn du deine Stimme gehört hast und die Bilder vielleicht auch gesehen hast hinter der Bühne. Ein schöner Gang, ein strenger Gang oder ein Gang, der dich erleichtert hat? Ja, es war schon anstrengend gewesen, sagen wir es mal so. Aber es war auch eine Erleichterung gewesen, dass ich wirklich mal allen Merci sagen konnte. Und ganz ehrlich, ich höre meine eigene Stimme eigentlich nicht so gerne. Ich finde sie sehr, sehr angenehm. Merci. Ja, aber es war wirklich super gewesen. Also ein wunderschönes Jahr. Und wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit habe, wirklich merci nochmal an alle, die mir geholfen haben und mich unterstützt haben. Merci vielmals. Das haben sicher alle gerne gemacht. Und jetzt als letzte Wort, das gehört sich so quasi für jede Amtsträgerin, wenn man in der Schweiz ist. Was gibst du deinen Nachfolgerin? Der nächste Miss Schweiz mit auf den Weg. Was wäre dir wichtig, dass du ihr, und ich habe es gesagt, niemand hat so viel Erfahrung wie du im Amt als Miss Schweiz. Ich gebe ihr sehr viel Kraft und Mut mit auf den Weg. Also ich gönne es jeder von euch, die noch dabei sind, also wirklich von ganzem Herzen. Die neue Miss Schweiz soll sich wirklich einfach Mühe geben, die Sache ernst nehmen und vor allem das Amtsjahr, nehme ich jetzt mal an, wird sie haben, auch nicht zwei. Soll sie wirklich geniessen, weil es geht so schnell vorbei. Wunderbar. Geniessen und mit offenen Augen durch das Amtsjahr gehen, das wäre dein Tipp. Genau. Ich sage dir danke vielmals und da ist nochmal dein Applaus, meine Damen und Herren, immer noch amtierende Miss Schweiz, Catalina Buchschacher. Merci vielmals. So. Und jetzt sehen Sie, die Reihe lichtet sich und wir kommen zu dem Moment, wo man zum sogenannten Duell-Auswahlverfahren kommt. Das heisst, aus 6 werden 3 Kandidaten gemacht, immer stehen 2 nebeneinander und nur eine von diesen 2, die nebeneinander stehen, kommt weiter. Ist eben so ein bisschen duellmäßig wie im Wilden Westen, darum wahrscheinlich auch ein bisschen rabiat. Und da ist schon unsere juristische Aufsichtsperson. Alles immer noch mit rechten Dingen zu unterhalten. Ganz korrekt, ja. Eindeutige Resultate? Ja, doch, recht eindeutig, ja.
Recht eindeutig. Gut, dann bin ich gespannt, was da kommt in diesen Gouverts. Danke vielmals und schau mal rein. Puh, jetzt komme ich auch ein bisschen ins Schwitzen. Unsere Coaches haben auch schon Platz genommen, quasi, oder respektive sie sind auf die Bühne gekommen, zum Trösten, wenn es denn nötig ist. Ja, immer ein bisschen schwierig, wenn man ein Mikrofon in der Hand hat und alles mit dem Gouverneur und so. Es gibt jetzt ein bisschen ein Gramscheln, aber man sei mir nicht böse. Schließlich auch ein wichtiger Moment. He? Huha. Ich bitte aufs Märkli und wir tun jetzt gerade ein bisschen Platz tauschen. Zum ersten Mal Janine und Torina. Bitte führen, genau. Janine und Torina stehen im Auswahlverfahren gegeneinander. Huha, das ist schon mal recht hart, denn beide hätten wir gerne weiter mit dabei gehabt. Janine Baumann aus dem Zürcherischen, aus dem Limmatal, eigentlich aber jetzt im Kanton Watt, wett und hat es verdient, dass sie Miss Schweiz wird. Ja, und dann haben wir Torina, sie hat einen Haufen Fans da, nicht nur aus dem Solothurnischen. Ihren Freund, der Tauland Chaka, wird bestimmt auch, dass sie bei den letzten drei dabei ist. Er drückt ihr wahrscheinlich den Daumen und ist jetzt mindestens so nervös, wenn er aus dem Penalty versenken muss. Kanton Solothurn gegen Kanton Watt und immer weiter sind auch der Kanton Zürich. Janine gegen Torina. Und weiter ist der Moment Janine Baumann! Nicht traurig sehen, du schön hintergelaufen. Dort ist der Platz genau richtig oben auf der Stege. Und ich bitte jetzt zu mir Zara und Pamela. Bitte zu mir, respektive hier auf unser Märkli. Puh, das ist ein harter Moment. Janine ist weiter und Torina natürlich ein bisschen enttäuscht. Das ist verständlich, aber jetzt geht es um Zara und um Pamela. Sie haben sich die Hand. Sie würden gerne das Zweite in die letzte Runde, respektive auf das Dreier-Ticket. Zara hat jetzt den Uli, der mitfiebert, ihren Freund. Pamela, die hat den Marco mit K geschrieben, der genauso fiebert. Puh, Zara aus dem luzernischen Sursee. Und Pamela. Ich muss selber schnaufen, aus dem zürcherischen Schlieren. Zara gegen Pamela. Und weiter. Und somit immer noch im Rennen. Und der Titel von der Miss Schweiz 2013 ist Zara Vicky! Pamela nicht traurig sein. Auch Pamela wird getröstet von der Fiona. Zara schaut, dass sie ihr Kleid nicht verliert. Pamela wird getröstet von der Fiona. Und ich bitte jetzt zu mir Dominik und Victoria. Exzellenz, wo der Platz ist. Pamela wird noch gefeiert. Du hörst, deine Fans sind immer noch für dich da und mit dir da. Jetzt heisst es aber Dominik Rinderknecht gegen Victoria Gasser. Zürich gegen Bern im Moment oder Graveriet gegen Zürich City. Alle haben natürlich Anhängerinnen und Anhänger in der Halle, die es anführen. Victoria Gasser aus Graveriet, Kauffrau, Ex-Miss Bern, wäre jetzt quasi frei, hat Sitz um Miss Schweiz zu werden. Bei ihr ist es der Philipp, ehemaliger Miss Schweiz-Kandidat, der Philipp Weiss, der mitfiebert. Bei unserer Dominik ist es der Goek. Göck oder Goek? Der Göck. Gut, Göck, sorry. Hätte ich noch sollen oder wollen fragen. Der Göck. Und natürlich auch der Hund Muffin, der sich jetzt wahrscheinlich von Aufregung fast in den Schwanz beißt. Der Muffin, darf der schauen? Ich weiß es nicht. Dominik oder Victoria Gasser. Ein Platz hat es noch frei. Und weiter ist Dominik Rinderknecht!
für ungut. Christa tröstet Victoria in diesem Moment. Meine Damen und Herren, das ist so ein Missabend auch oder so eine Misswahl. Hart und in so einem Moment auch ein bisschen ungerecht. Darum bitte, meine Damen und Herren, herzlichen Applaus für Torina, Pamela und Victoria. Wir werden euch vermissen, aber schön, sind wir mit dabei gewesen. Pamela, Victoria und Torina. Merci viel, viel mal. Und ich gehe jetzt hier rüber, weil wir kommen jetzt zu dem Moment. Das ist ein Applaus. Danke wie morgen. Genau, ihr dürft hinterher gehen und mal ein bisschen aufschnaufen. Jetzt sind nämlich ihr die. Dominik, Zara und Janine. Als erstes kommt bitte Janine zu mir, denn jetzt wollen wir unsere drei letzten Finalistinnen ein bisschen genauer kennenlernen. Es geht darum, dass sie alle eine Geschichte vorbereitet haben. Vorbereitet haben das alle 12. Wo sie uns einen Einblick geben wollen, was für ein Moment sehr ausschlaggebend war in ihrem Leben oder was für eine Person war ist oder immer noch wahnsinnig wichtig ist. Das gibt uns die Chance, um ein bisschen ins Privatleben oder vor allem ein bisschen in die intime Seele für unsere letzten drei Kandidatinnen hineinzuschauen. Janine, du hast ein Bild parat gemacht und eine Geschichte, in welche Richtung geht es, weil da hat es bei allen 12 völlig unterschiedliche Geschichten, Erlebnisse gegeben, die ihr mit uns teilen wollt. In welche Richtung geht es bei dir? Ah ja, Entschuldigung, das Mikrofon gehst du an, das wäre wichtig. Besser, ja. Wichtig und richtig. Also, mit 6 Jahren habe ich mit Kunstturnen angefangen. Schauen wir gerade mal das Bild, genau. Da haben genau. Wir es. Auf den Tag habe ich wirklich lang gewartet und sehr bibbert. Obwohl ich durch meine Grösse und auch vielleicht nicht unbedingt das Talent dazu besitzt habe, habe ich mit meiner kämpferischen und ehrgeizigen Art es geschafft, am Schweizerischen Meisterschaft teilzunehmen. Und das habe ich auch sicher verdanken an meine Eltern und Freunde. Das ist der Moment, wo deine Eltern ganz stolz sind. Hast du ganz viele von deinen Leuten da? Können wir die mal hören? Sie sind alle hinten mit den Herzchen. Und dort. Da, jetzt haben wir es. Genau. Extra vom Walschen sehe ich dort meinen Freund und da ist meine Familie und Nachbarn. Die haben sich taktisch klug verteilt, damit du einen Dolby Surround Sound hast, wenn sie für dich fehlen. Das ist super. Deine Kuss haben für deine Fans, aber natürlich auch für alle anderen. Wir haben die Nummer gesehen, wo man anrufen kann. Du darfst wieder zurück an deinen Platz, respektive, dass sich auch alle schön sieht. Und ich bitte jetzt zu mir, Zara oder Dominik. Zara, bitte zu mir. Gehen wir der Reihe noch. Zara, dein grosser Moment. Jetzt bin ich gespannt. Es hat viele von euch haben eine Persönlichkeit oder einen Mensch, der ganz wichtig ist in eurem Leben, erwähnt. In der Probe ist bei dir ein Ereignis, ein Wendepunkt in deinem Leben, so ein sogenannter Meilenstein, oder ist es eine Person oder mehrere Personen? Um was geht es bei deinem Einblick, den du uns gibst? Wir sehen das Bild in wenigen Augenblicken. Du kannst schon mal sagen, voilà, es geht um Menschen. Es geht vor allem um Phasen. Ich war als Kind sehr viel bei meinen Verwandten im Heimisbach, auf dem Bauernhof. Und sie haben neben dem, dass sie selber auch Kinder hatten, haben sie auch noch Leute mit Drogensucht rehabilitiert und auch sonst Menschen mit einem schwierigen Hintergrund betreut. Und jetzt sind wir einmal mit etwa 20 Leuten zusammen holzen, Rüben austun oder eben so, wie man hier sieht, zusammen essen für uns. Und dort habe ich schon früh gelernt, was es heisst, offen zu sein, tolerant zu sein und eben auch die Nächstenliebe überzugeben. Darum hat es mich wahrscheinlich ziemlich geprägt. Danke vielmals. Und wir schauen auch jetzt, wir machen eine Kontrolle und sehen hier deine Fans, Zara. Ja, ja. Aber jetzt will ich mir etwas sagen. Weißt du, wer das ist mit dem riesen Transparent? Ich muss ehrlich sein, ich weiss nicht so genau, wer was organisiert hat, aber das ist so ein bisschen von Sursee. So ein bisschen meine Freunde, meine Klicker, heute zusammen. Mein Freund hockt auch dort. Ah, das Plakat hat ziemlich sicher er gemacht, weil er ist ein riesen Fan von diesem Bild. Okay, wunderbar. Also ein Bastler, auch der Ueli, wunderbar, du bist wieder zurück und ihr könnt euch gerade abwechseln. Deine Fans auch gut platziert, das habt ihr gut gemacht, liebe Sarah Wicke-Fans. Dominik, bitte zu mir, respektive da, ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dominik, wie geht's dir? Magst du noch? Ja, mag ich noch, aber ich bin extrem nervös. Nervös? Aber ja. Jetzt kannst du wirklich einmal tief einschnaufen, oben runterkommen. Jetzt lassen dir alle zu. Du kannst jetzt keine Stecknadeln mehr auf den Boden fallen, weil alle sind gespannt, was du uns für eine Geschichte erzählst. Ich gehe einen Schritt zurück
und du bist ganz allein da und alle hören dir zu. Bitte schön. Danke. Ja, auf diesem Foto sieht man meine beiden Schwestern. Die Kleinere ist June, sie ist nur meine Halbschwester, aber trotzdem ist sie wie eine Schwester für mich. Und die Größere, Noemi, ist 4 Jahre jünger. Und mit ihr bin ich wirklich durch dick und dünn. Und wenn ich von einer Mauer runtergekommen bin, ist sie mit 4 Jahren jünger von einer viel höheren Mauer runtergekommen. Und für beide würde ich wirklich mein letztes Hemd hergeben. Ich liebe euch so fest und danke, dass ihr da seid heute. Da haben wir sie gerade gehört, da müssen wir jetzt nicht sagen. Da haben wir sie gerade gehört. Ja, du hast auch eine gut aufgestellte Truppe gesehen. Dominik, komm, wir gehen zusammen rüber. Die hört man, die hat man auch schon gesehen und mitbekommen. Dominik, jetzt bist du am Nervösischen gesehen. Da sehen wir wieder schön deinen Kegel. Jetzt habe ich nur eine Frage. Also kein Fiese, ihr müsst überhaupt keine Angst haben. Kein Wissenstest, Entwarnung. Aber Miss Schweiz soll ja auch eine Botschafterin von der Herzen sein. Und jetzt wäre gefragt so im letzten Moment aus dem tiefsten Herzen von allen oder von jeder von euch und zuerst von dir, Dominik, deine Botschaft, die du jetzt noch willst. Natürlich richtig Jurypult gehen, aber vor allem allen hier im Hallenstadion und auch daheim von der Matscheibe. Was willst du jetzt noch sagen als wirklich das Letzte? Und im Gedanken, dass eben Miss Schweiz auch eine Botschafterin der Herzen ist. Ja, also ich bin sehr eine lebensfreudige Person und ich ich tun gerne Menschen mit dem mitreissen und ich würde zum Beispiel auch sehr gerne soziale Projekte etc. unterstützen. Und eben, ich meine, was gibt es Schöneres als ein Lächeln auf einem Gesicht von einem Menschen? Du hast ein wunderschönes Lächeln. Ich bin überzeugt, dass du es auch schaffen willst, anderen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Sarah, auch für dich. Miss Schweiz, eine Botschafterin der Herzen. Was wäre die Botschaft, die du jetzt noch willst, Richtung Jury und vor allem allen im Publikum, egal ob hier bei uns im Hallenstadion oder daheim? Du darfst es selber haben, wenn du willst, oder ich habe es dir, wie du willst. Ist gut. Also, wie ihr vielleicht wisst oder jetzt sicher wisst, ich bin Lehrerin. Das heisst, ich habe sowieso eine soziale Ader schon immer ein bisschen gehabt. Und ich habe von meinem Umfeld sehr viel Liebe immer bekommen und sehr viel Zuneigung komme ich jetzt immer noch über, zum Beispiel von meinen Fans dort hinten. Und ich würde die Liebe, die ich bekomme, immer würde ich euch allen, die mich wählen, also Miss Schweiz 2013 vielleicht, würde ich die weitergeben. Sarah Wicki, ein Liebesmultiplikator, wenn sie es denn werden will. Und jetzt, Janine. Habe ich das Mikrofon für dich und bin ganz gespannt, was du jetzt berichtet hast. Bitte. Also ich war letztes Jahr in Kreta und das hat mich richtig traurig gemacht, so viele heimatlose Tiere zu sehen. Ich würde sicher meine Prominenz dazu nutzen, um heimatlose Tiere die Heiz zu geben, etwas zu machen und auch einfach mit voller Energie in das Amt starten. Wunderbar. Ein Herz für Tiere von unserer Janine. Auch das haben wir zur Kenntnis genommen. Und jetzt haben wir gehört, so ein Miss Schweiz-Titel, der hat einen Haufen Würde und Prominenz, was mit sich bringt, aber der hat auch ganz viele coole Preise, die es gibt. Leider nur für eine von unseren drei, die wir jetzt gerade erlebt haben, aber für die Miss Schweiz, die jetzt gerade gewählt wird, gibt es folgende Preise. Die neue Miss Schweiz erhält einen Modelvertrag von Fashionpartner Schild im Wert von 45.000 Franken sowie Kleider im Wert von 15.000 Franken. Sie wird das Gesicht der neuen Passito-Kampagne und erhält einen Repräsentationsvertrag über 25.000 Franken und Schuhe im Wert von 5.000 Franken. Tabu wird die neue Miss Schweiz mit attraktiver Beachwear im Wert von 4.000 Franken ausstatten. Zudem erhält sie einen Repräsentationsvertrag über 10.000 Franken. Die neue Miss Schweiz erhält von Gillette Venus einen attraktiven Werbevertrag und wird national präsent sein. Unterstützt wird die Miss Schweiz 2013 auch durch Oral-B. Ihr strahlendes Lachen wird ebenfalls in einer nationalen Werbekampagne zu sehen sein. Und damit die neue Miss Schweiz mobil und flexibel unterwegs sein kann, erhält sie von Lancia einen neuen Lancia Y Elefantino im Wert von 18.000 Franken.
Tja, und da sagt man immer, Würden sind Bürden. Entschuldigung, das ist ja wie wenn Weihnachten, Ostern und Geburtstag am gleichen Tag ist. Aber eben leider nur für eine von den drei Kandidatinnen, die noch im Rennen sind um den Titel für Miss Schweiz 2013. Wenn ich zu unserem Jurypult schaue, sehe ich wahnsinnig viele entspannte Gesichter. Also ist da irgendwie faire Stimmung ausgebrochen. Sarah, wieso so entspannt? Ihr seht erleichtert aus. Nee, das täuscht überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht entspannt. Also es fiel mir überhaupt nicht einfach, eine Entscheidung zu treffen. Aber letztendlich muss man es. Aber jetzt ist sie gefallen. Ihr habt kein Blatt mehr von euch. Ihr seid nicht mehr am irgendwie Punkte schippen oder so. Jurypräsident Stefan Rege, jetzt alles schon im Kasten, alles schon in der Kiste, alles versorgt und gemacht? Ja, wir haben entschieden. Die Regie hat uns da ziemlich Tempo gemacht und darum haben wir unsere Blätter abgegeben. Hat man einen gewissen Druck auf euch ausgeübt? Ja, ja, ja. Ja, so ist's. Aber darum sind wir vielleicht ein bisschen entspannter im Moment, aber natürlich sehr gespannt auf die Wahl, auf das Ergebnis. Es ist wirklich, sind drei Top-Kandidatinnen, alle wunderschön. Aber eine Miss Schweiz soll das Land repräsentieren und darum soll sie auch intelligent, kommunikativ und eben sozial engagiert sein. Und die drei Kandidatinnen, die da noch im Rennen sind, sind das wirklich alle sehr und darum sind wir sehr stolz drauf. Ihr habt schon gewählt, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, auch die Leute im Saal, die könnt immer noch wählen. Und das könnt ihr mit einem Telefonanruf machen oder mit einem SMS an die Nummer 377 per Telefon 09 01 5445 und dann die Startnummer von eurer Kandidatin. Und bald schon ist es fertig. Und darum würde ich sagen, nutzt die Chance. Wir machen nämlich noch eine kleine Pause und sind dann zurück. Und dann sind wir gnadenlos, denn dann weggewählt. Die letzte Pause und dann wissen wir, wie Schweiz wird 2013. Bis grad! Schweiz wird Ihnen präsentiert von Schild, dem Modehaus der Schweiz. Unterstützt von Passito, Tabu Beachwear, Oral-B und Venus. Miss Schweiz wird Ihnen präsentiert von Schild, dem Modehaus der Schweiz. Unterstützt von Passito, Tabu Beachwear, Oral-B und Venus. Jetzt wird es aber langsam ein heißes Rennen. Unsere drei Finalistinnen stehen recht entspannt hier, habe ich das Gefühl. Können wir noch mal einen Applaus haben? Ui, die Meute steht schon bereit. Ach du grüne Neune. Hossa, heilige Maria, bitte für uns.
Ich nehme an, euch passiert das auch das erste Mal. Ich bin noch nie auf eine Bühne gekommen für eine Moderation und habe so eine Meute gesehen. Get used to it, wäre mein Ratschlag der Moment. Meine Damen und Herren, jetzt wird es wirklich spannend, denn wir kommen zu der Entscheidung. Vielleicht noch ein kurzes Thema, Janine. Wie gut, wie entspannt bist du jetzt noch? Ich bin jetzt eigentlich ziemlich entspannt, weil ich einfach mega stolz bin und es hat so viel Spass gemacht, da mitzumachen und es ist ein super Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Super, das ist die richtige Einstellung, Janine. Das Voting ist unterdessen abgeschlossen worden, haben sie mir gesagt. Jetzt komme ich so. Dominik, wie entspannt, locker und flockig bist du noch unterwegs? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so entspannt, aber extrem glücklich. Das ist schon mal viel wert. Glücklich, die Entspannung kommt in wenigen Augenblicken, Sarah. Glücklich, entspannt, locker, flockig, rockig. Locker wäre der falsche Begriff. Ich kann mich diesen zwei sehr gut anschließen. Also ich bin mega froh, überhaupt schon jetzt unter den letzten drei zu sein. Cool, fühlt sich gut an, oder? So, in den letzten drei. Und da sind alle anderen 9 zu eurer Unterstützung. Und er kommt, unsere juristische Aufsichtsperson. Ui, das heisst, der Entscheid steht definitiv. Ist es schwierig gewesen? Ist es locker einfach also gegangen, das auszutreffen? Für uns ist es einfach gewesen. Es ist alles korrekt abgelaufen. Aber mir wäre es sehr schwer gefallen, mich zu entscheiden. Also ich bin froh, dass ich den Entscheid nicht treffen musste. Gut, Sie haben auch nicht dürfen, sondern Sie müssen schauen, dass alles mit guten Dingen abgeht. Können Sie jetzt sagen, ist Jury-Voting und das Publikum-Voting weit auseinander oder müssen Sie da Stillschweigen bewahren? Da würde ich lieber Stillschweigen bewahren. Gut, okay, dann lassen wir das. Danke vielmals. Ihren Applaus. Schön, sind Sie uns mit dabei gewesen und bleiben Sie da, zum Schauen, hinter der Bühne, dass alles den Gang nimmt, wo es muss. Unsere Coaches, wie entspannt sind Ihr noch? Fiona? Hey. Extrem gespannt. Gespannt auf das Ergebnis. Und Marco, spannen uns nicht länger. Okay, gut. Ich wollte es nicht mehr länger machen. Aber euch ist aufgefallen, dass jede noch eine im Rennen hat. Also, ihr sind wirklich alle. Ja. Nadine, gerade du, die ein bisschen mit, wie soll man sagen, weniger gestartet bist als Fiona und Christa. Ja. Super, hast du aufgeholt, hä? Ja, schon. Yeah, good choice, good choice. Christa, wie geht es dir? Ich bin extrem aufgeregt, wirklich. Gut, dann kommen wir jetzt zur Wahl der Drittplatzierten. Ich mache einen Schritt führen und bitte euch drei eigentlich auch gerade führen zu kommen. Neben mich, wir machen jetzt einen auf verschworene Gemeinschaft. Denn ich muss jetzt Kuvert auf den. Ich habe jetzt den grössten Stress. Ihr könnt einfach ein bisschen da stehen und warten, bis euer Name kommt. Aber ich muss so lesen und lesen und lesen und lesen. Das ist schon kompliziert wie Jassen, ja, niemand reinschauen lassen. Okay. Dann haben wir jetzt drei reizend charmante Finalistinnen, die da sind. Zwei hören wir jetzt denn, respektive ihren Namen wird genannt, die sind bei den letzten zwei dabei. Das dritte ist notabene, das ist recht logisch, die drittplatzierte. Und man kann Mathematikchen einsetzen, um das einigermaßen erfassen und erkennen. Es wird schon wie wild gefötelt. Wir haben jetzt so quasi Wahlwatterin gegen Zürcherin gegen die Innenschweizerin oder Luzernerin. Also das ist ein guter Schnitt der Schweiz, können wir sagen. Alle drei festen Hände, da sind jetzt alle Singles gerade schon mal sehr enttäuscht, die drin sind oder sich ein Mischschweiß bestenfalls erhofft haben. Ist nicht zu haben, alle festen Hände. Jetzt sind noch festere Hände, denn sie haben sich wahnsinnig fest. Und ich kann den ersten Namen sagen von der, die weiter ist. Ich muss auch ein bisschen schnaufen, nicht, dass ich mir noch verspreche. Die erste Person, die aufatmen kann, weil sie weiss, dass sie in der letzten Zeit dabei ist, im Rennen um den Titel von der Miss Schweiz 2013, ist Sarah Vicky! Genau, richtigen Schritt führen, das ist super. Wir rutschen ein bisschen zusammen. Boah. Also, jetzt lasse ich eben, weil ihr mit Biber, ich müsste eigentlich cool und entspannt bleiben und vor allem neutral bleiben. Moderator darf sich gar nicht an die Miss Schweiz-Kandidatin anmachen, das geht überhaupt nicht. So, jetzt haben wir, während eigentlich hinten sich alles schon parat macht, Janine gegen Dominik. Beide sind sie weit gekommen. Beide haben es gut gemacht, beide sind sehr beliebt im Publikum. Beide haben ganz viele Stimmen bekommen, sowohl von der Jury als auch
Wir haben hier eine Pharmaassistentin, die gegen Publizistikstudentin antritt. Das ist auch richtig. Eigentlich sind sie sich sehr nahe von der Art her. Wir haben die andere, aber die blonde und die dunkelhaarige, die kurzhaarige und die langhaarige. Trotzdem haben sie sehr viele Ähnlichkeiten. Sympathisch, gut aussehend, ehrgeizig, souverän. Grossartig haben sie es gemacht. Aber weiterkommen tut jetzt nur eine und die ist immer noch im Rennen um den Titel für die Miss Schweiz. Und es ist der Moment. Dominique Rinderknecht! Janine, komm noch rasch. Dein Moment. Drittplatzierte, da ist sie, meine Damen und Herren. Einen herzlichen Applaus für Janine Baumann! Du bist super gesehen. Danke vielmals. Danke vielmals. So, jetzt gehen wir noch mal ein Treppli führen. So, jetzt haben wir wirklich alle zwei. Hinten wird schon der Thron parat gemacht. Auf dem kann in wenigen Augenblicken eine von euch beiden Platz nehmen. Scherpe ist parat, Alina ist parat. Sie setzt ja dann Miss Schweiz Krone aufs Haupt von einer von euch beiden. Ist es die Luzernerin aus Ursee, Zara Vicky, oder ist es die Zürcherin, Dominique Rinderknecht, die als Hobbyseglerin vielleicht dem Schweiz-Titel entgegensegelt? Oder ist es die beflissene Lehrerin, die weiss, wie man Wissen unter die Leute bringt? Das wäre eine gute Eigenschaft für eine Miss Schweiz. Bei der Dominique wäre es erst mal eine, die mit kurzen Haaren gewählt würde. Das hätte es noch nie gegeben. Ich weiss es gar nicht. Das habe ich nicht recherchiert, Zara, ob es schon mal eine geht aus Sursee. Aber ich glaube nicht. Sursee hat es noch nie gegeben. Es wäre die erste Luzernische aus Sursee, die sich Miss Schweiz nennen darf. Hübsch sind es beide, sympathisch sind es beide. Die Lehrerin gegen Publizistikstudentin. Vielleicht können wir jetzt hier den vielbeschworenen Stadt-Land-Krieg, den es gar nicht gibt, eigentlich in der Schweiz heraufbeschwören. Es ist aber alles billiger Schmaus. Es geht letztendlich einfach darum, wer mehr Stimmen bekommt bei der Jury und wer vielleicht ein paar Anrufe mehr bekommt oder ein paar SMS mehr erhalten hat. Ist das Dominique Rinderknecht oder ist es Zara Vicky? Da schreit Zara, dahinter schreit Dominique. Die Meinungen sind gemacht, dahinter sind alle parat. Ja genau, ich kann die Warnung geben, ich bin sicher nicht. Aber das tröstet jetzt nicht viel, vor allem euch nicht. Dominique oder Sarah? Der Titel von der Miss Schweiz 2013 geht an die einzig wahre, wunderbare neue Miss Schweiz, Dominique Rinderknecht! Mit ihrem Freund im Göck, Dominique, du tanzt auf der Stuhl. Einen herzlichen Applaus auch für Zara Vicky, unsere Vize Miss Schweiz. Und die Gewinnerin Dominique Rinderknecht nimmt ihren Platz ein. Dominique genau auf der Stuhl. Kleiner Moment, meine Fotografen kommen gerade. Die Schärfe wird überreicht von Alina Buchschacher. Küsschen, wie sich das gehört. Und jetzt kommt Krone aufs Haupt von der neuen Miss Schweiz, von der Dominique Rinderknecht. 23 aus Zürich. Herzlichen Applaus, Dominique. Es ist dein Applaus. Herzlichen Dank allen hier im Hallenstadion und daheim vor dem Bildschirm. Schön, dass ihr bis zum Schluss mit dabei gesehen. Schön, feiern unsere neue Miss Schweiz, wo ich sie jetzt feuchte Augen hat. Ein Tränchen unterwegs. Danke vielmal dir. Alles Gute auf deinem Weg, Dominique. Danke vielmal allen, die hier gesehen sind. Allen, die müssen Geduld haben, weil sie jetzt vielleicht Anfang für ihren Spielfilm verpasst haben. Nicht traurig sehen, wir haben es nicht extra gemacht. Wir sind aber das nächste wieder zurück mit der Miss Schweizwahl 2014. Das war es soweit. Gratulationen werden jetzt entgegengenommen. Uns noch allen einen schönen Abend hier. Feiern wir die neue Miss Schweiz, Dominique Rinderknecht, die jetzt umarmt wird.
Doch, zwei, drei Tränen vergüsst. Und natürlich kommt jetzt gerade auch ihre Familie, ihren Freund Göckel, gratuliere. Ich weiß nicht, ob der Hund der Muffin da ist. Die Journalisten werden jetzt auch gerade losgelohnt und dürfen ihre Fotos schiessen. Meine Damen und Herren, das ist Sie noch einen herzlichen Applaus für alle unsere Kandidatinnen und vor allem für die neue Miss Schweiz. Dominique Rindlerknecht, Miss Schweiz 2013. Strahlen, strahlen, strahlen. Schön, bravo. Gratulation. Ah. Miss Schweiz wurde Ihnen präsentiert von Schild, dem Modehaus der Schweiz. Unterstützt von Pasito, Tabu Beachwear, Oral-B und Venus.